Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute ist für uns in gewissem Sinn ein besonderer Tag, weil dieses Geist Heidelberg auch den Heidelbergern klar machen soll, dass wir vernetzt denken, dass wir andere Projekte haben, die verschränkt sind mit diesem Festival. Und da ist unter anderem ein Codewort, was schon eine Weile in Heidelberg rumgeht, das heißt Begeisterhaus. Und wenn Sie da hineinhören, was wir da alles machen wollen, für, vor allem für die Jugendlichen, aber nicht nur Jugendlichen, dann ist es etwas, was mit einem Unternehmen zu tun hat, das sich auch mit diesem Referenten und seinem Namen sehr eng verbindet. Michael Braunert, das wisst ihr alle wahrscheinlich, ist an sich ausgebildeter Chemiker, aber wie wir ihn mittlerweile erleben, ein sehr grundsätzlich Denkender im Rahmen von Umwelt, Umweltforschung, Umweltschutz. Er ist auch Unternehmer in diesen Bereichen. Er lehrt in Rotterdam, in Leuphania, also in Lüneburg, aber auch an der University of Virginia. Also eigentlich ein Kopf, der zu unserem Haus passt, transatlantisch durch und durch. Und unter anderem hat er eben eine Unternehmung oder ja, wir nennen es mal Environmental Protection Encouragement Agency. Sie kennen die große Umweltorganisation in Amerika, EPA, wird hier erweitert um den Begriff des Encouragement, der Ermutigung. Und das steckt in gewissem Sinn, im tieferen Sinne, hinter dem Begeisterhaus für diejenigen, die da mehr erfahren wollen. Aber für was er berühmt geworden ist, ist eigentlich ein tolles Konzept, heißt Cradle to Cradle. Also nicht vom Wiege zur Bahre, sondern eigentlich vom Beginn eines tollen Produkts zu einem Neubeginn dieses Produkts. Also es ist so etwas wie Parthenogenese in der Produktion. Also etwas, was eigentlich endlos laufen kann, weil sie gründlich durchdacht ist, radikal ist. Und davon wird er uns heute erzählen. Alle anderen Details erspare ich Ihnen. Das Leben ist reich und hat ihm auch einige Preise eingebracht. Unter anderem einen sehr interessanten fand ich in 2003 den Presidential Green Chemistry Challenge Award. Eine seltene Sache, die 2003, Sie ahnen, was das die Präsidentschaft war, das war George W. Bush, also das nur in dem Kontext. Ich denke mir, die Empfehlung, die uns die Kommissionspräsidentin vor kurzem gegeben hat, dass wir ein neues Bauhaus haben sollten, ich glaube, der ist der Mann für eines dieser fünf Großprojekte, die sie da anstoßen will. Und jetzt will ich sie nicht hindern an dem Vergnügen. Es ist nämlich auch eine sprachliche Sache. Man hört ja manches an Informationen, ist egal, wie raffiniert es ist, aber es ist meistens Kauderwelsch. Aber hier kommt Sprache und Gedanke in einer besonderen Weise zusammen. Insofern viel Freude heute Abend. Herzlich willkommen, Herr Braunert. Ja, guten Abend zusammen. Ich bin natürlich heute in einer schlechten Situation, weil kurz vor Corona habe ich in Amsterdam einen Vortrag gehalten und dort hatte ich ein Hotelzimmer in einem Gebäude, wo es nur Licht durch die Toilette gab. Ja, und dagegen war gleich eine Mauer auch da dran
Also es war gar nichts zu sehen. Und dann sagte ich damals, ich bin viel unterwegs und ich hätte doch gerne ein schönes Zimmer. Und dann hat der Hoteleigentümer gesagt, der Veranstalter hat Ihnen ein Standardzimmer reserviert. Und das ist ein Standardzimmer, ja. Und dann habe ich gesagt, ich zahle auch gerne etwas dazu. Und dann sagt er, nee, wir sind ausgebucht, da gibt es keine Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ein Standardzimmer habe, dann halte ich auch einen Standardvortrag. Ja. Und dann habe ich eine halbe Stunde über mein Hotelzimmer berichtet. Ja, habe gesagt, kein Licht, keine Vision, keine Perspektive. Jetzt habe ich aber wirklich ein wunderbares Zimmer im Europäischen Hof da drüben. Und so gut ist mein Vortrag nicht, in keinem Fall. Das ist wirklich eins der zehn schönsten Hotels, die es in Deutschland gibt, davon auf jeden Fall. Und das ist ein echter Schatz, vor allem ein Kulturschatz auch davon. Und vielen Dank für das schöne Zimmer. Ich bin natürlich an einer Stelle, wo ich sagen muss, mein Sohn hat mir gesagt, du bist der letzte verbliebene Universalgelehrte. Aber vom Universalgelehrten zum Klugscheißer ist nur ein ganz enger Grat sozusagen. Aber trotzdem würde ich schon gerne haben, dass Sie, wenn Sie nächsten Donnerstag den Herrn Wieler zu Besuch haben, dass Sie ihm sagen, dass er doch bitte diese Masken aus dem Verkehr zieht. Weil das ist Polypropylen und das ist einfach gesundheitsschädlich. Und ich atme dort mehrere hundert Mikroplastikfasern ein. Wenn ich die dabei habe und wenn ich die einatme, bleiben sie im Körper. Und es interessiert mich auch, weil ich in Asien viel zu Hause war, habe ich das gekannt mit den Masken. Und wir waren auch völlig verwundert, dass das Robert-Koch-Institut zunächst die Masken abgeraten hat, weil man kennt in Asien das lange, dass man Infektionskrankheiten damit stoppen kann, wenn die hohe Bevölkerungsdichte da ist. Das war zwei Wochen später und das hätte uns vielleicht doch vieles erspart zusätzlich. Das heißt, ich kann Ihnen auch zu den anderen Vorträgen etwas dazu sagen, über ob wir zu viele Menschen sind auf der Welt oder eine andere Serie ist, wie die Ernährung der Zukunft aussieht. Ich komme aus einer bildungsbürgerlichen Familie und ich habe dadurch das, was ich tue, habe ich nie gedacht, dass ich moralisch besser bin. Also auch als ich in Mannheim bei der PWA das Abflussrohr für Greenpeace dicht gemacht hatte, davon habe ich nicht gedacht, dass ich jetzt der moralisch Bessere bin. Ich habe mich nur empört darüber, wie schlecht die Chemie ist. So wie bei diesen Masken halt auch. Ja. Das sind 12 Milliarden Stück in Deutschland allein an Sondermüll sozusagen. Ja. So dumm kann man doch gar nicht sein. Und dann nehmen die Leute die Desinfektionsmittel und dann geben sie Isopropanol drauf. Das ist dreimal giftiger als normales Ethanol und das bleibt dann im Gebäude drin, obwohl sorgfältiges Händewaschen durchaus ausreicht. Oder wenn ich ein Desinfektionsmittel nehme, dann wenigstens reines Ethanol, davon 80%ig. Das wirkt besser, ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist so viel weniger gesundheitsschädlich. Das heißt, Sie können mich nachher ruhig zu allen möglichen Dingen fragen und ich gebe Ihnen dazu Auskünfte davon. Wobei ich Ihnen sagen will, dass je mehr man weiß, desto weniger weiß man tatsächlich. Also das ist nicht so, dass man dann tatsächlich damit wirklich mehr weiß. Was ich Ihnen sagen will, ist ein einfacher Grundbegriff ist der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Zum Beispiel, ja, die Stadt Heidelberg, ein Schloss, Kultur, Musik, ist nicht effizient, sondern effektiv. Ja, also weil wir im Moment dabei sind, die falschen Dinge zu optimieren und sie damit eben perfekt falsch zu machen. Also wenn ich von Heidelberg nach Zürich möchte, dann hilft es mir nicht, effizient nach Frankfurt zu laufen. Und wir haben jetzt hochoptimierte falsche Systeme, die bedeuten, dass neue Systeme praktisch nicht auf den Markt kommen. Also meine größten Feinde sind die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Betrieben. Weil die haben sich eingerichtet, die schließen zwei Elektrotankstellen zusätzlich an und haben die Broschüre noch auf Altpapier gedruckt. Die haben die Plastikflasche um 10% leichter gemacht. Aber dass die Plastikflasche vielleicht die falsche Verpackung ist, geht dabei unter.
Das ist allein 7 Milliarden Euro Berichtswesen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ich glaube auch, die Nachhaltigkeit ist als solche ein falsches Konzept, weil das echte Innovation kann nicht nachhaltig sein, sonst wäre sie ja keine. Also meine Mutter hat die Wäsche noch in der Jagst gewaschen bei Mulfingen, Künzelsau am Wehr und ja, in der Jagst und hat sich dann, ist im Winter war sie blau gefroren, im Sommer war sie rot verbrannt. Und sie ist öfters einem Wehr ausgerutscht, hat ihr Leben lang drunter gelitten, weil sie sich schwer verletzt hat dabei. Als sie 8 Jahre alt war, war sie dafür zuständig, die Wäsche zu waschen für die ganze Familie. Es kamen noch 11 Geschwister nach ihr davon. Und dann ist sie mit dem Leiterwagen die Axt runtergefahren und hat die Wäsche, dann die nasse Wäsche hochgezogen dabei. Als die Eltern sich eine Waschmaschine zulegen konnten, war sie 23 Jahre alt. Es gäbe mich gar nicht, wenn es keine Waschmaschine gäbe. Sie hat sofort ihre Stelle verloren. Das war nicht nachhaltig. Ja. Die Dampfmaschine war nicht nachhaltig für die Pferdefuhrwerksbesitzer. Das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone hergestellt hatten. Die Nachhaltigkeit ist in der Forstwirtschaft ja erwünscht, weil ich möchte auch, dass in 1000 Jahren noch Buchen und Eichen und Birken stehen. Ja, da ist das ja klar. Aber ich möchte nicht in 1000 Jahren noch den gleichen Stuhl verwenden oder den gleichen Computer, oder? Das heißt, die Nachhaltigkeit optimiert das Bestehende und sie ist auch eine sehr traurige Definition. Also die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen nach Hause und sagen Ihren Kindern, dass Sie ihnen nicht schaden wollen. Ja. Wollen Sie nicht gut für Ihre Kinder sein? Heidelberg, habe ich gelesen, möchte klimaneutral sein. Ich meine, und alle Leute rufen dabei Hurra. Ich meine, wie kann man so einen Blödsinn machen? Stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause und sagen, ich bin heute kinderneutral. Ja, ja, oder ich bin heute ehemannneutral. Ja, ja. Was für ein Unsinn. Kein Baum ist doch klimaneutral. Ein Baum ist gut fürs Klima. Das heißt, ich möchte doch gut fürs Klima sein, oder? Und nicht neutral. Das hat mit unserer Kultur zu tun, mit unserer Religion, sowohl im Islam wie im Christentum. Sagt die Religion, du bist böse. Und bei Ihnen mag es ja zutreffen. Und nur Gott kann dich erlösen. Darum ist das Höchste, neutral zu sein. Wir können nicht gut sein. Wir können nur weniger schlecht sein. Darum denken wir, wir schützen die Umwelt, wenn wir weniger zerstören. Schütz die Umwelt, fahr mit der Bahn. Schütz die Umwelt, mach weniger Müll. Schütz die Umwelt, reduziere den Wasserverbrauch. Können Sie überall lesen. Aber Sie schützen doch gar nicht, Sie zerstören nur weniger. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, schütz dein Kind, schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal. Ja? Das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Und dafür sind wir zu viele. Es geht auch ausdrücklich nicht um eine Kreislaufwirtschaft, was dann immer erzählt wird. Kreislaufwirtschaft ist wie Riesenradfahren und wir enden immer an der gleichen Stelle. Das ist extrem langweilig und innovationsfeindlich. Nein, es sind Räume. Ja? Und das werde ich Ihnen dann als Näheres erklären. George W. Bush, wo man damals sagte, naja, wie kann so ein Idiot Präsident sein davon? Also inzwischen wissen wir, dass es noch schlimmer geht, ja, davon. George W. Bush ist irgendwie, dem habe ich das erklärt, den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Also an einem Beispiel, wenn man in Texas die elektrischen Stühle mit Windenergie betreibt, dann sind sie immer noch elektrische Stühle. Man optimiert sozusagen das Falsche, anstatt zu fragen, was ist das Richtige von Anfang an. Und dann kommt man zu anderen Schlussfolgerungen. Man kommt dazu, dass man versteht, dass die Natur keine Abfälle kennt. Ja? Wir sind die einzigen Lebewesen, die Abfälle machen. Also wir sind dümmer als alle anderen Lebewesen. Dass unsere ganze Intelligenz dazu führt, dass wir dümmer sind als die anderen, ist irgendwie erstaunlich. Das meinte ich sozusagen, dass ich, je mehr ich weiß irgendwie darüber, umso mehr erstaunt bin, wie wenig wir wirklich wissen. Das heißt, alle Dinge, die wir verwenden und die durch ihre Anwendung verschleißen, die kaputt gehen, die sich biologisch, chemisch, physikalisch ändern, müssen so gestaltet sein, dass sie biologische Systeme unterstützen. Ja? Sie müssen nützlich sein dabei. Alle Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, müssen so gestaltet sein, dass sie in technische Systeme gehen. Es gibt also nur noch Nährstoffe für die Biosphäre und für die Technosphäre. Wir stoßen damit aber kulturell natürlich auf Grenzen. Und das dauert ewig lange. Ich war 16 Jahre alt, habe bei Jugend forscht mitgemacht. Kennen Sie vielleicht noch so
etwa, und ich habe dabei einen Fernseher auseinandergebaut, weil ich eine sehr innige Beziehung mit meiner Chemielehrerin hatte. Die hat mich auch davon abgehalten, dann Deutsch und Geschichte und Philosophie wie meine Geschwister zu studieren. Dann habe ich einen Fernseher auseinandergebaut und habe gefragt, ganz unschuldig, wollen die Leute wirklich 4.360 verschiedene Substanzen haben, Chemikalien haben, oder möchten sie Fernsehen gucken? Dann wurde ich vom Wettbewerb ausgeschlossen, und zwar als Öko-Kommunist. Das war Öko und Kommunist, das war zu viel sozusagen dabei. Ja. Das heißt, die Dinge brauchen Zeit, und heute sind alle modernen Produkte, sind alle Dienstleistungen. Ja. Niemand braucht ein Mobiltelefon, ich brauche die Nutzung eben davon. Ja. Also damals war aber Eigentum Religion, und darum war eben der Unterschied zwischen Ost und West Eigentum. Das war unsere Religion. Darum geht es eher darum, alle Dinge nochmal neu zu denken. Alles also als Verbrauchsgut zu denken oder als Gebrauchsgut. Wie Sie sehen, wie man das Falsche optimieren kann, sehen Sie bei unseren Autoreifen zum Beispiel. Es werden 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße, das war schon dumm genug. Ja. Jetzt wird er eingeatmet. Und es ist ja durchaus wichtig, dass wir durch Corona alles tun, aber nicht wenig, es ist weniger übrigens die Gesundheit, es ist mehr unsere Würde, die wir verlieren, wenn wir Menschen opfern, sozusagen. Ja, wir verlieren unsere Würde dabei, und das ist doch schlimm genug. Das heißt, wir verlieren durch Corona bis zum Jahresende maximal in Europa 8 Tage Lebenserwartung. Aber wir verlieren durch Feinstaub über 5,5 Jahre. Ja. Wir leben 5,5 Jahre kürzer durch Feinstaub. Ich habe gerade eine Obduktion von jemandem mitgemacht, einem 44-jährigen Familienvater, der zu Hause Homeoffice gemacht hat mit 3 kleinen Kindern davon. Und die ganze Lunge ist schwarz, und er hat nie geraucht. Und das ganze Zwerchfell ist schwarz. Das sieht aus wie so Schnee im April. Und im ganzen Körper verteilt sich der Staub der Laserdrucker. Ja. Jede Seite sind 2 Milliarden Teile an Feinstaub. Das sind so kleine Harpunen, die Zellen durchschneiden, und die verkalken dann, und dadurch ist ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt so viel wahrscheinlicher darüber. Das heißt, es ist wichtig, dass wir nicht die falschen Dinge optimieren. Die Autoreifen halten heute doppelt so lange. Der Staub wird jetzt eingeatmet oder geht in die Gewässer. Im Neckar ist über die Hälfte des Mikroplastiks Reifenabrieb. Man hat das Falsche perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Anstatt zuerst mal zu fragen, was ist ein gesundes Verschleißprodukt? Sie geben jedes Jahr 110 Gramm an Mikroplastik allein durch Ihren Schuhabrieb ab. Davon. Und wir atmen das ein. Trotzdem, jeder kann was tun. Sie müssen nur genügend Austern essen. Also jede Auster enthält mindestens 1.500 Mikroplastikteile. Bis zu 40.000. Also wir können das ganze Problem Plastik aus dem Ozean lösen, wenn wir nur genügend Austern essen, oder? Das heißt, was wir damit immer sagen, ja, wir recyceln jetzt Altpapier, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn ich morgen in Hamburg sein muss und ich laufe jetzt schon mal los, dann sagen sie, du Idiot, du wirst ja nie ankommen. Und das ist das, was wir tun. Wir haben unsere Instrumente, die Dinge, die wir tun, stehen in keinem Verhältnis zur Herausforderung, die wir tatsächlich haben. Und dann kommt die Nachhaltigkeit. Übrigens hat jemand gerade eine Affäre vielleicht hier davon. Heben Sie einfach die Hand dazu und sagen Sie einfach hier. Also statistisch gesehen müssten jetzt 9 Leute die Hand heben, sozusagen. Wissen Sie, Bestehendes können Sie mit jedem optimieren, mit jedem Schurken. Sie müssen nur sagen, 10% leichter, 10% billiger, 10% schneller. Ja? Aber für Neues brauchen Sie Vertrauen. Da Sie mich jetzt systematisch belügen, kann ich Ihnen leider nicht vertrauen. Ich kann Ihnen auch deshalb nicht so eine gute Rede halten, wie ich eigentlich vorhatte davon. Ich habe nämlich einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich habe vor knapp einem Jahr in Österreich einen Vortrag gehalten, und da saß der Wirtschaftsminister hier davon und wollte wissen, ob Österreich vielleicht insgesamt ein Cradle-to-Cradle-Land werden könnte. Und ich habe mich gefreut, dass er da ist, und habe gesagt, lieber Herr Minister, davon, es geht nicht um Nachhaltigkeit, weil damit macht man den Kunden eigentlich nur ein schlechtes Gewissen. Man sagt, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser. Ja, musst du es wirklich haben? Kannst du nicht noch ein Jahr warten? Davon, das ist eigentlich auch ein langweiliges Konzept. Ich sagte, Minister, wie geht es Ihnen denn so mit Ihrer Frau? Was würden Sie sagen? Nachhaltig? Dann ist er aufgestanden, ist gegangen. Ich wollte damit nur sagen, dass das gerade das Minimum ist, die Nachhaltigkeit sozusagen. Weil am Tag vorher stand in der Zeitung, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte.
Und ich wusste das nicht. Ja. Ja. Und er dachte, ich würde ihn damit ärgern wollen. Ja. Sehen Sie, also darum, je mehr man weiß, desto weniger weiß man wirklich. Ja. Ja, und darum wollte ich jetzt fragen, nicht damit ich nicht nochmal den Fehler mache dazu, denn einmal kann man einen Fehler ja machen, aber zweimal doch nicht. Aber gut, wie gesagt, geben mir leider keine Auskünfte. Das ist die traditionelle Nachhaltigkeit und sie ist religiös bedingt. Sie sagt, ich bin heute 100% schlecht, ich bin morgen 90% schlecht und mein Ziel ist es, null zu sein. Können Sie das sehen? Davon, sonst gibt es hier vorne noch Platz dazu. Wenn Sie, ja? Das ist die traditionelle Effizienz. In der Türkei habe ich gerade eine Arbeit betreut, dort liegt meterhoch Plastik rum, in Ägypten auch. Und es lohnt sich einfach, es nicht zu sammeln, weil es so dünn ist, die Folie, und so verschmutzt, dass das Waschen dreimal mehr kostet. Es ist das falsche Plastik. Also was soll ich jetzt optimieren, wenn es doch das falsche ist? Ja? Das ist im Prinzip Schuldsprache. Ja? Und das hat natürlich mit zu tun, mit Augustinus zum Beispiel schon ganz früh im 5. Jahrhundert. Er hat die Frage gestellt, hat das Böse seine eigene Seinsqualität? Ja. Und Sie kennen das mit unserem Ministerpräsidenten hier im Land, mit Herrn Kretschmann, der dann immer so Hannah Arendt zitiert über die Banalität des Bösen und viele andere Dinge in dem Kontext. Und das ist auch, ich fasse das ausdrücklich oberflächlich zusammen, damit Sie eher den Gedanken dahinter verstehen. Man müsste über alles sozusagen eine eigene Vorlesung darüber halten. Das ist bewusst so in Thesen dazu, weil ich nur Ihnen das Prinzip damit erklären will. Augustinus sagt, wenn das Böse eine eigene Qualität hätte, dann gäbe es Gott ja nicht, weil dann jeder Baum ja auch eine eigene Qualität haben könnte und jeder Strauch. Ja? Dann könnte jedes Haus einen eigenen Gott haben. Denn Gott wäre dann nicht allmächtig, wenn das Böse eine eigene Qualität hätte. Ja? Er schließt daraus, dass das Böse eigentlich nicht existieren kann, sondern dass das Böse nur die Abwesenheit von Gut ist. Also nur die Abwesenheit von Qualität. So ist Abfall nichts anderes als nicht ein moralisches Thema, sondern einfach nur ein Qualitätsproblem. Ja. Das heißt, ich muss niemand schlecht machen dafür. Ich kann nur sagen, hey, wir haben ein Qualitätsproblem. So wie es keine Dunkelheit draußen gibt, sieht zwar dunkel aus, aber es ist nur die Abwesenheit von Licht. Ja. Es gibt keine Kälte, sondern nur die Abwesenheit von Wärme. Ja. Denn wenn es das Böse gibt, dann muss ich das Böse bekämpfen. Ja? Dann muss ich sagen, oh, die Erbsünde dazu, du musst jetzt also jetzt dafür büßen. Und das führt dann dazu, dass ich eben sage, die Menschen sind schlecht. Wenn ich aber sage, naja, wenn das nur ein Mangel an Qualität ist, dann kann ich sagen, schau doch mal, wir haben schon 10% erreicht. Und da wollen wir 20, 30 sein. Und je mehr du kaufst, desto schneller schaffen wir das sogar. Dann ist das Kaufen sogar was Gutes, weil ich dem Unternehmen helfe, sich zu ändern davon. Ja. Das heißt, das ist Effektivität. Ich frage, wo ist mein Ziel? Nehmen wir so ein einfaches Beispiel. Die Friday for Future Bewegung ist eigentlich viel zu bescheiden in den Zielen, die sie hat. Weil jetzt taut doch schon der Permafrost auf. Jetzt löst sich das Grönlandeis auf. Jetzt verschwindet das Arktiseis. Jetzt verschwindet der Nordpol als Eisfläche. Wollen Sie jetzt noch was dazugeben? Ja. Dieses 1,5-Grad-Ziel wird nur bedeuten, dass wir sozusagen die fundamentale Zerstörung unseres Ökosystems um zwei Generationen hinauszögern, sonst nichts. Ja. Das heißt, das ist eigentlich kein Ziel. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt sozusagen das etwas begrenzt dabei. Wie wäre es, wenn wir uns als Ziel heute Abend vornehmen und zu sagen, wir möchten, dass man im Jahr 2100 wieder den Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre hat, den man im Jahr 1900 hatte. Wir müssen es aktiv zurückholen, die Halbwertszeit von Kohlendioxid ist über 500 Jahre in der Atmosphäre. Und wie wäre es, wenn wir sagen würden, liebe BASF, in 10 Jahren werdet ihr nur noch Plastik herstellen, was aus dem Kohlendioxid der Erdatmosphäre gewonnen wurde. Ja, dann holen wir uns das aktiv zurück. Wir können das Kohlendioxid ausfrieren bei minus 78 Grad und können es als Lösungsmittel, wir können daraus Methanol machen, wir können daraus aber vor allem eben Kunststoffe auch machen. Und dann haben wir eine positive Aufgabe. Wenn ich nur sage, ihr müsst ein bisschen weniger Schweinereien machen, habe ich im Prinzip nur an Symptomen gearbeitet und werde letztlich nichts ändern. Dann bleibe ich lieber hier und habe eine schöne Party, wenn Corona vorbei ist. Schauen Sie sich einen Baum an. Der spart nicht, der vermeidet nicht im Frühling, er reduziert nicht, er minimiert nicht, er ist völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja.
Natürlich mit den richtigen Energiequellen. Alles ist Nährstoff. Und natürlich bedeutet das, dass ja Lebensraum für die anderen Arten ist. Stellen Sie mal vor, wie primitiv unsere Gebäude sind im Verhältnis. Denken Sie sich doch Gebäude wie Bäume. Ja. Sozusagen vom Bauhaus zum Baumhaus. Ja. Denken Sie sich Gebäude, die Luft reinigen, Gebäude, die das Wasser reinigen, Gebäude, die anderen Lebewesen unterstützen, Gebäude, die Boden erzeugen. Wie primitiv ist unsere Architektur im Verhältnis zu dem? Es geht also darum, sicherlich Öl und Kohle einzusparen. Nicht, dass Sie meinen, das sei eine Lizenz dafür, jetzt einfach so weiterzumachen. Aber das ist nur der untere Teil. Das ist von Minus auf Null. Ja, und da ist es richtig, in der Tat dafür zu handeln. Aber wo ist unser nützlicher Fußabdruck? Wir versuchen, weniger schädlich zu sein. Aber wenn wir entlang des Neckars gehen, dann ist unser Fußabdruck ein kleines Feuchtgebiet, ein Retentionsraum. Warum wollen wir nicht einen großen Fußabdruck haben, der ein Feuchtgebiet wird, der die anderen Lebewesen unterstützt? Ich habe Ihnen hier ein Video davon drin, weil ich Ihnen zeigen will, dass unser europäisches Denken uns da nicht hilft. Ja. Im Gegenteil, unsere Universitäten sind im Prinzip gesehen eines der größten Probleme jetzt, weil wir werden an der Universität immer nur bezahlt, solange es Probleme gibt. Also halten wir die Probleme im Laufen. Solange geforscht wird, muss ja niemand etwas tun. Ich habe 1984 einen Artikel veröffentlicht darüber, dass PVC Weichmacher unfruchtbar machen. Ja. Ich habe gezeigt, dass sie hormonell wirken, dass sie dazu führen, dass das hormonelle Gleichgewicht sich stört, dass bei Frauen es zu Schilddrüsenerkrankungen kommen wird. Etwa 10% der Frauen haben heute Schilddrüsenerkrankungen und ein 25-jähriger junger Mann hat vor 30 Jahren nur die Hälfte an Fruchtbarkeit. Wir haben das veröffentlicht. Das hat nur dazu geführt, dass man untersucht hat, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird und ob die Zwitterbildung von Schnecken in der Nordsee auch auf PVC-Weichmacher zurückgeht. Ja. Wir wussten das, wir haben das nachgewiesen, aber ich habe noch nie an der Universität Geld für Neues bekommen. Darum bin ich eben gleichzeitig auch in einem Institut, weil wir, solange Probleme sind, müssen wir ja nie was tun. Ich kriege immer nur für die Variation des bestehenden Geld davon, weil für das Neue gibt es ja kein Gutachten, was ja neu ist sozusagen. Ja. Wir machen das Falsche sozusagen damit perfekt. Darum bin ich auch in die USA gegangen, weil in Europa wälzt man die Probleme, in den USA handelt man. Das mag einem manchmal nicht passen, weil man dort handelt, ohne dass man genügend Informationen hat. Aber man handelt. Ja. Hier redet man sozusagen und meint, wenn man darüber geredet hat, hätte man schon etwas getan. Ja. So wie die zwei Psychologen, die sich treffen und der eine sagt, können Sie mir sagen, wo es hier in Heidelberg zum Hauptbahnhof geht? Und dann sagt er, tut mir leid, weiß ich nicht, aber gut, dass wir darüber geredet haben sozusagen. Ja. Das heißt, in den USA handelt man meistens nicht unbedingt eben informiert davon, aber in der Kombination mit meinem amerikanischen Freund und Partner William McDonough, einem Architekten, davon entsteht dann Grandioses, weil die Umsetzung dabei auch gewollt ist. Was es aber vor allem auch braucht, ist ein anderes Denken. Wissen Sie, wie ich Sie einschätze, sozusagen bevorzugen Sie, wenn Sie können, so wie ich auch, biologische Lebensmittel, Bio-Lebensmittel, Demeter, Bioland etc. gesehen. Ja? Aber ich sage Ihnen, eigentlich ist dieser Bio-Begriff, den wir zugrunde legen, kollektiv eines der traurigsten Dinge, die ich überhaupt kenne. Es gibt kein Biosiegel in der ganzen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden dürfen. Ja? Es gibt kein Biosiegel, was mein 2 Gramm Phosphat, die ich jeden Tag aufnehme und wieder abgebe, damit ich Knochen haben kann und Zähne haben kann, Energie speichern kann, was mir erlaubt, dass das Phosphat wieder zurück darf. Ja. Wir fühlen uns so schlecht auf der Welt, dass wir sagen, es ist nur Bio, wenn wir nicht dabei sind. Ja. Ich habe das erst begriffen, als ich 2 Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, erwarten die Leute bis heute noch, dass man so lange bleibt nach dem Essen, bis man die Toilette aufgesucht hat. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja. Damit konnte China eine bruchlose Zivilisation über 6000 Jahre schaffen, davon, weil sie eben immer die Dinge wieder eingesetzt hat. Heute wollen wir natürlich nicht nur landwirtschaftliche Produkte haben, wir wollen Waschmaschinen und Computer haben. Darum gibt es die Biosphäre und die Technosphäre. Aber der Mechanismus ist derselbe. Ja. Das heißt, schauen Sie sich die Geschichte der Almende-Tragödie, schauen Sie die Geschichte unserer Städte an.
Die Städte haben immer nur genommen und den Bauern nie was zurückgegeben. Die Bauern verarmten, sie mussten entweder auswandern davon oder sie mussten in die Stadt musste größer werden und die Nährstoffe weiter wegholen. Ja. So kann man den 30-jährigen Krieg in vielen Bereichen einfach auch als Nährstoffkrieg begreifen, weil in der Tat einfach diese Nährstoffe nie wieder eingesetzt worden sind. Auch im alten Rom hieß Pecunia non olet, also Geld stinkt nicht, dass man nicht die Nährstoffe zurückgewonnen hat, sondern dass man nur die Latrinen betrieben hat und damit Geld verdient hat. Ja. Wir haben das nie gelernt. Das heißt, wir brauchen ein echtes Kreislaufdenken über unsere Rolle aus anderen Kulturen, aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus, aus Naturreligionen. Ich habe für dieses Projekt Cradle to Cradle viele Naturvölker befragt, unter anderem die Yanomamis in Brasilien, die jetzt wieder in Gefahr sind durch uns. Ja. Wir sagen immer, oh, diese Bolsonaro. Nein, wir sind das. Wir beziehen die Fläche Frankreichs als Futtermittel, als Europäer aus Brasilien. Ja. Und da die Böden dafür nicht geeignet sind, brennt man den Regenwald ab. Man kann zweimal ernten, dann entsteht eine Steppe und man zieht weiter und bringt wieder den Regenwald dazu ab. Wie wäre es, wenn wir uns heute verständigen darauf, dass keine Importfuttermittel mehr eingesetzt werden? Ja, warum importieren wir Futtermittel und exportieren tatsächlich, Deutschland ist das zweitwichtigste Agrarexportland in der Welt, ja? Das ist doch irgendwie völlig krank. In einer bestimmten Weise ist Donald Trump der ehrlichere Lügner. Ja, wir tun so, als ob, aber die Realität ist doch eine andere. Es entsteht ein Ökologismus, wo gar nichts dahinter ist. Also so wie der Sozialismus nie sozial war, hat ein Ökologismus hält uns nur irgendwie beschäftigt. Sagen, es geht so in die richtige Richtung. Der grüne Punkt zum Beispiel hat keine einzige giftige Plastiksorte vom Markt genommen. Kein einziges giftiges Pigment. Die Verpackungsmengen haben sich verdoppelt. Und bis vor 3 Jahren war es legal, ja, alte Plastikabfälle in Bergwerke zu kippen. Das galt als stoffliche Verwertung, weil der Stoff ja verwertet worden ist. Das muss man sich erstmal einfallen lassen. Dass in der Demokratie tatsächlich so etwas passieren kann, ist ein Alarmsignal. Also wir sollten so nicht tun, wie Donald Trump sozusagen der Böse ist im Verhältnis. Er lügt die Leute nur ehrlich an. Wir wissen, wie man auf Schwäbisch sagt, oder sozusagen, wenn er das Maul aufmacht, dann lügt er. Dann wissen wir, dass es so ist. Das ist doch irgendwie doch fast befreiender sozusagen, als das, was wir machen. Wir tun so, als ob. Darum brauchen wir, wie gesagt, die Sichtweise unterschiedlicher Kulturen und in unserem Institut sind deshalb aus allen Kulturen und Ländern eben Kolleginnen und Kollegen da. Und da gibt es ein Video dazu, wenn ich das. Look at a cherry tree in spring. No reduction, no avoidance, no minimization. But all the materials are beneficial. The cherry tree only makes a handful of cherries actually, but with hundreds of blossoms. And all the materials are designed to go back in the biological system. I think we're not too many. It depends what those 9 billion people are doing. A cherry tree makes soil, makes oxygen, cleans the air. It's not toxic, it's not dangerous. No, it's the opposite. It's all nutrition. And what we do, we make the wrong things perfect, and then they are perfectly wrong. If you think about ants and termites, there's 4 times as many, but they don't cause the problems because they produce nutrients and not waste. They convert biomass into nutrients, so why shouldn't we be able to do the same? Cradle to Cradle divides products into 2 spheres, a technical and a biological one. We have to redesign products. On the technical side, we have materials such as metals that can be used forever, like in chairs and wash machines. The biological side, we have products that dissolve back into nature, like cosmetics or the natural fiber textiles. If these 2 spheres stay separate, the concept of waste will be obsolete. So instead of reducing our footprint, let's rethink for a positive footprint. Cradle to Cradle now becomes a friendly tsunami. Yeah. And hundreds of young designers are doing Cradle to Cradle now. I want that the money I give for a product brings positive impact for the society. I'm optimistic because I think everything is going in that direction. It's never too late to stop to make stupid things. Um Moral dabei, weil die Moral, ich mein erster Vortrag, den ich gehalten habe mit 16, hieß Umweltschutz aus christlicher Verantwortung. Ja?
So. Aber ich habe gemerkt, dass die Moral immer dann weg ist, wenn man sie wirklich braucht. Also so wie Bertolt Brecht sagt, ja, wie jedem Land, was Helden braucht sozusagen. Es gibt so ein paar Ausnahmesituationen. Zum Beispiel würde ich niemand wegen Hautfarbe diskriminieren. Aber wenn ich mich frage, warum tue ich das? Letztlich nicht aus Moral, sondern ähnlich wie Hans-Joachim Fest gesagt hat, warum hat die Familie von Hans-Joachim Fest, von der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nicht mitgemacht bei den Nazis? Weil sie einfach zu blöde waren. Ja? Da brauchte man nichts anderes, die waren einfach so doof dazu. Das heißt, wer jemand wegen der Hautfarbe diskriminiert, ist doch ein Idiot. Also mit ein bisschen Selbstwertgefühl kann man das doch nicht. Da brauche ich keine Moral. Ein bisschen Eitelkeit reicht völlig aus. Ja? Sozusagen, wenn ich das nötig hätte, jemanden zu diskriminieren, nur weil er anders aussieht oder von woanders herkommt. Ja? Also auch das ist eigentlich nicht Moral, wenn ich mir das überlege. Ich habe mit meinen Studenten in Rotterdam ausgerechnet, wenn sie im Stau stehen auf der Autobahn und die Spur wechseln, verursachen sie für die Menschen hinter ihnen im Durchschnitt 200 Mal mehr Verzögerung, als sie selber an Zeit gewinnen können. 70% der Staus in Holland werden durch Spurwechsler verursacht. Ja? Das heißt, die denken, oh, es könnte hier ein bisschen schneller gehen, hier ist doch eine Lücke, und dann verursachen sie aber hinter ihnen sozusagen diesen Stau. Ja, weil das eben jemand dann bremst und dabei, ja. Oder vor Kindergärten in Rotterdam rasen die Leute doppelt so schnell im Durchschnitt, wie es tatsächlich erlaubt ist. Sie sind zu spät dran, ja. Ihr Kind ist ein bisschen erkältet und sagt, Papa, ich habe Fieber, ich möchte zu Hause bleiben, ja. Kannst du nicht auch da bleiben? Er sagt, nein, ich habe eine wichtige Konferenz, da kommen aus 12 Ländern, kommen Leute an dazu und ich muss die moderieren, ja. Papa, ich bin aber krank, ja, ich habe Fieber. Und dann nehmen sie ihr Kind und bringen sie in den Kindergarten, drücken sie irgendeiner Praktikantin in die Hand. Das Kind schreit wie am Spieß und es kotzt ihnen noch das Jackett voll. Und dann rasen sie davon, weil sie schon zu spät dran sind. Ja. Und das kümmern sie gar nicht, dass die ganzen kleinen Kinder auf der Straße hier entlang kriechen und krabbeln davon, weil sie schon zu spät dran sind. Die Moral ist dann immer weg, wenn sie eigentlich wirklich gebraucht werden würde. Darum keine moralbasierten Systeme. Ja. Gut, also wie gesagt, so, es gibt so ein paar Dinge, aber wenn ich mich wirklich frage, mache ich das nicht aus moralischen Gründen, sondern weil ich mir selber mich im Spiegel angucken will. Ja. Ja, wenn ich das nötig hätte, könnte ich denn also sozusagen. Ja. Das heißt, es geht allein um Qualität, es geht allein um Innovation, es geht allein um Schönheit, sonst um nichts. Ein Produkt, wo die Menschen krank sind, wir werden davon, ist einfach ein schlechtes Produkt. Ich brauche dafür niemand. Übrigens, kleine Nebenbemerkung, wenn ich zu spät dran bin, vergesse ich meine Studie, ja, und wechsle die Spur. Ja. Also, dass da kein Irrtum davon ist. Ich bin moralisch nicht besser und ich bin auch nicht besser als die Chemiker von der BASF oder sowas. Ich schaue mir das nur von außen an. Ja. Und ich ärgere mich zum Beispiel, wenn sie so einen einfachen Kassenzettel anfassen, ja, den sie ja nehmen müssen davon, ja, damit ein Beleg da ist, dann nehmen Sie 2 Dutzend Chemikalien auf, die sofort in Ihrem Blutstrom sind. Und hinten drauf steht, bitte nicht ins Altpapier werfen, weil es so giftig ist. Ja? Ich meine, so blöd kann man doch gar nicht sein. Ja? Das ist einfach schlechte Chemie. Ich untersuche jetzt seit 36 Jahren Muttermilchproben. Es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch vermarkten könnte. Keine einzige. Die Grenzwerte für Trinkmilch werden teilweise das zig-hundertfache überschritten. Ein Drittel davon kommt aus dem Baubereich in Chemikalien. Jetzt versiegeln die Leute die Gebäude und machen sie gasdicht, anstatt zuerst mal zu fragen, Effektivität, was ist gesunde Luft? Ja. Und nicht, wie mache ich das bestehende sozusagen gasdicht? Ja. Asthma ist häufigst die Kinderkrankheit. Wie wäre es also erst mal zu fragen, wir machen Chemikalien, die für Muttermilch geeignet sind. Übrigens, trotzdem ist es gut, ein Baby zu stillen. Also ganz ausdrücklich. Denn die Mutter kann sich dabei entgiften. Ja, also sie verlieren pro Baby 1/3 alle ihrer Schadstoffe. Ja, der komplett. Das ist wie für Männer gibt es nichts Vergleichbares an Entgiftungsmöglichkeiten. Darum ist es auch immer gut, mindestens 3 Kinder zu haben sozusagen. Aber als Detox sozusagen. Und wie bei den Spartanern hingehen würde, könnte man ja das erste dann verwerfen sozusagen, wenn es die höchsten Konzentrationen hätte. Aber nein, ernsthaft gesehen, ich habe in den USA so ein
lockeren Vortragsstil zugelegt davon. In Deutschland meinen die Leute, es sei keine ernsthafte Wissenschaft, wenn man die Dinge versucht, auch lustig zu erklären. In den USA hört ihn einfach niemand zu sonst. Ja? Das heißt, jetzt seriös, ernsthaft mit der Arbeit von über 200 Kollegen von über 33 Jahren, davon an Zusammenarbeit, davon, es ist besser für die Mutter und für das Kind, das Baby zu stillen, weil bis zum neunten Monat die Leber und die Nieren nicht funktionsfähig sind. Darum rauschen die Schadstoffe durch. Sie wird nicht verstoffwechselt. Das Baby ist damit wundersam davon geschützt, von diesen Schadstoffen. Aber danach, nicht wie in so Esoterikkreisen, dann ein Baby so 2-3 Jahre zu stillen, das mag für die Mutter ganz nett sein, aber für das Baby ist es Chemical Harassment, also chemische Belästigung. So wie wir bei sexueller Belästigung ja nicht unbedingt auch nachweisen müssen, dass wir davon krank werden, ist es natürlich so, dass ich sage, wir müssen auch nicht nachweisen, dass das Baby davon krank wird. Es hat ein Recht darauf, dieses Zeug nicht zu trinken. Und eine Chemie, die sich in Muttermilch anreichert, ist einfach nur eine primitive Chemie. Ich brauche da keine Moral dafür. Ich kann nur sagen, das ist doch wirklich jämmerliche Chemie. Und wir wissen auch bei den 2800 Chemikalien, kommen die Leute da immer an und sagen, Herr Braungart, belegen Sie, dass das schädlich ist für das Baby. Ich sage, ich kann es doch gar nicht wissen, weil diese 2800 Chemikalien haben so viele Wechselwirkungsmöglichkeiten untereinander, dass sie mehr Wechselwirkungsmöglichkeiten haben als die gesamten Teilchen, die wir im Universum überhaupt kennen. Ja. Alle Teilchen des Universums zusammen ist weit weniger als die Wechselwirkungsmöglichkeiten der Chemikalien in Muttermilch. Ja. Und Sie kennen ganz einfache dazu aus, wenn Sie eine Aspirintablette nehmen und ein Glas Rotwein trinken, dann benehmen Sie sich so, wie wenn Sie die ganze Flasche leer getrunken hätten. Das sind sogenannte synergistische Wirkungen, sich gegenseitig verstärkende Wirkungen, davon, die wir überhaupt nicht abschätzen können. Darum ist das ein Qualitätsproblem. Eine Chemikalie, die sich in Lebewesen anreichert, hat einfach nur einen Qualitätsmangel. Ich muss dafür nicht die göttliche Schöpfung bemühen, ich muss nicht moralisch die Leute irgendwie damit bewerten, sondern kann nur sagen, Freunde, lasst uns bessere Qualität liefern. Darum geht es uns um ein Triple Top Line, nicht ein Triple Bottom Line. Also wir können Dinge machen, die extrem gut sind für die Gesellschaft, die für die Wirtschaft förderlich sind, aber auch die anderen Lebewesen unterstützen, wo die anderen Lebewesen sich freuen, dass es uns gibt. Also nicht vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren, sondern nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Weniger schlecht ist nicht gut, ist nur schlecht weniger. Ja. Dieses Buch Cradle to Cradle ist in die Liste der bahnbrechenden wissenschaftlichen Bücher der Welt aufgenommen worden. Davon, das ist eine große Ehre, aber ich sage Ihnen, das ist noch eine ziemliche Hochstapelei sozusagen. Direkt neben Charles Darwin über die Entstehung der Arten. Das ist ein schönes Kompliment, aber da ist viel wissenschaftliche Arbeit noch nötig. Das heißt, wir können die Dinge uns doch neu nochmal angucken. Ja, wir können sagen, was ist mit Feinstaub? Ich habe die Kindergärten gerade einer Stadt von der Größe Heidelbergs untersucht. Wenn diese Kindergärten draußen wären, müssten sie alle geschlossen werden, weil sie alle die Feinstaubgrenzwerte wie in Stuttgart überschreiten. Ja. Dafür sind wir aber zu 80% unserer Zeit in Innenräumen. Ja. Aber für Innenräume gibt es keine verbindlichen Feinstaubgrenzwerte. Ja. Was sage ich? Donald Trump, mein Gott, was ist das für ein Vergnügen? Dieser Mann lügt die Leute ehrlich an. Ja, wir schließen den Verkehr in Stuttgart dazu und tun was gegen Feinstaub. Das ist doch absolut gelogen. Ja. Ich will Ihnen noch etwas anderes zeigen. Ich untersuche Produkte und packe die dafür in so ein Aquarium, in so eine Glaskiste und gucke, was rauskommt. Ja. Und jeder Peak, jedes Signal ist eine Chemikalie. Das ist ein Kunststoffteppichboden und er gibt relativ wenig Signale ab, weil durch die Formaldehyd-Skandale, übrigens Formaldehyd wird immer noch jetzt wieder als Desinfektionsmittel verwendet, obwohl es krebserzeugend ist. Die Leute atmen das ein und dann gibt es noch Geruchstoffe, die dazugesetzt werden. Dann steht drauf, mit angenehmem Geruch davon. Ja. Achten Sie also drauf, wenn Sie so etwas sehen, fragen Sie nach, ob da Formaldehyd dabei ist. Davon, aber wegen des Formaldehyd-Skandals bei den Teppichböden, davon hat man durchaus darauf geachtet, dass sie weniger Schadstoffe abgeben. Ich will Ihnen was zeigen, das ist ein Teppichboden eines skandinavischen Möbelhauses. Ich will nicht sagen, es heißt, es geht ja nicht darum, jemanden schlecht zu machen. Davon, da steht 100% Wolle drauf. Aber da der liebe Gott das Schaf nicht für den Teppichboden erfunden hat und dafür auch nicht rotweinbeständig zu sein, haben sie gar keinen Wollteppichboden. Sie haben einen Teflon-Teppichboden mit Wollkern. Das nennt sich dann Scotchgard, ausgerüstet, damit der Rotwein sozusagen rauszuwaschen ist davon. Sie kommen nie in Kontakt mit der Wolle.
Ja, gar nie. Und trotzdem heißt es 100% Wolle. Dann ist ein, das sind viel mehr Peaks und viel giftigere Peaks, weil ich dann sozusagen den Naturstoff passend machen muss für einen synthetischen Zweck. Wenn ich einen synthetischen Zweck habe, setze ich auch besser eine synthetische Lösung dafür ein. Ich war bei der Nobelpreisträgertagung eingeladen in Lindau als erster Nicht-Nobelpreisträger mit 20 Chemie-Nobelpreisträgern. Und dann haben die Leute diese Tasche gekriegt. Die stank furchtbar aus recyceltem PVC. Und wir haben allein 36 verschiedene Lösungsmittelabfälle drin gefunden. Und die Leute haben die genommen. Da waren 800 junge Leute da. Ja, so die Blüte der Menschheit. Und wenn sie das wirklich mal gesehen haben, dann würden sie nie Rassist mehr sein. Weil es ist einfach schön, diese Variation unserer Menschheit wirklich zu sehen. Und zu sehen, hey, komm, wir können wirklich zusammen etwas machen. Das Traurige war, keiner und keine von jungen Leuten hat dagegen rebelliert, diese Tasche in die Hand zu nehmen. Ja. Obwohl sie diese Weichmacher in großen Mengen ausdünstet auch. Ja. Die ist extra hergestellt worden für die Nobelpreisträgertagung. Ja, keiner. Und jetzt ist die Frage, wussten sie das nicht oder haben sie nicht getraut, weil die Ehre so groß ist, dort zu sein? Ja. Und dann haben wir diese Leute, Freitag, die jetzt im Moment ein wahnsinniges Geld verdienen, ja, weil sie ja Freitag heißen, diese LKW-Plantaschen, und die Leute sagen, es ist ein Recycling. Da treffe ich Herrn Habeck in Berlin am Hauptbahnhof mit so einer Freitagtasche, weil er damit auch Freitag für die Future sozusagen sich durchaus als solidarisch zeigen kann, sozusagen. Das sind im Prozentbereich Schwermetalle. Ja. Das sind Weichmacher. Und dann macht man daraus Kindertaschen. Und das nennt man Recycling. Ja. Ja, das ist Kindesmissbrauch im eigentlich extremsten Falle. Und das kostet viel Geld noch, was die Leute dann kaufen. Und die denken, das sei Recycling. Also wenn man das Falsche perfekt macht. Wir schauen uns dann an, wie sich das auswirkt, diese hormonellen Substanzen. Und wir schauen uns an, wie sich das in der Umgebung auswirkt. Wenn Sie die National Geographic haben Sie hier im Haus, auch da im Märzheft dazu, geht auch in der deutschen Ausgabe, habe ich dort mal einiges zusammengefasst, wie das Ende des Mülls aussehen könnte davon. Aber auch das ist Plastik übrigens. Ja? Da sind Nassfestigkeitsstabilisatoren drin, die dafür sorgen, dass das Papier 6 Jahre liegen bleibt. Ja? Das ist Plastik. Ja? Davon, wir denken, das sei Papier, aber es ist Plastik. Davon. Und da gibt es viele so Dinge. Also, essen Sie Austern, dann tun Sie wirklich etwas Gutes. Davon. Wir haben die Fläche Chinas und die Fläche der gesamten Vereinigten Staaten eingebüßt in den letzten 150 Jahren durch eine Landwirtschaft, die systematisch den Boden zerstört. Ja. Wenn Sie Mais anbauen hier für Biotreibstoffe, verlieren Sie zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Ja. Und wir verwenden 21% unserer landwirtschaftlichen Fläche für Maisanbau, ja, und Raps für Biotreibstoffe. Das ist die Fläche Deutschlands, insgesamt etwa 313.000 Quadratkilometer in Europa. Und beziehen gleichzeitig Importfuttermittel und zerstören den Boden. Selbst Demeterlandbau, weil wir unsere Nährstoffe nicht zurückbringen, zerstört den Boden. Ja? Also sie verlieren bei Demeterlandbau auch bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die den Boden aufbaut. Ja? Stattdessen zerstören wir systematisch. Florian Schwinn hat gezeigt mit einem Buch, Rette den Boden, vor kurzem erschienen, dass wir nur 4 Promille an Kohlenstoff in den Boden zurückkriegen müssten. Und dann könnten wir unsere gesamte CO2-Menge ausgleichen, die wir emittieren. Der Boden taucht in der Diskussion gar nicht auf. Es geht um Kohlekraftwerke, um Gaskraftwerke, Emissionen davon. Aber das ist verheerend. Wir haben in Hamburg eine Kupferhütte, die verursacht 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Die Leute reden über die Plastiktüte und die Papiertüte. Kupfer wurde noch nie so wenig recycelt in der Menschheitsgeschichte, weil durch die effizientere Anwendung die Teile immer kleiner sind, lohnt es sich nicht, sie herauszusortieren. Jetzt geht die Kupferproduktion nach Kasachstan und wir können sagen, wir haben in Deutschland unseren Carbon Footprint minimiert. Ja. Wie albern. Ich meine, Kupfer ist ein weltweit gehandeltes Material. Wenn wir hier eine CO2-Bepreisung drauf machen, vertreibt das nur unsere Industrie. Und wir können stolz sagen, dass unsere Aluminiumindustrie, unsere Rohstoffindustrie weg ist. Und wir haben dann CO2 eingespart. In Hamburg wird das sauberste Kupfer der Welt produziert, weil es direkt in der Stadt produziert wird. Das ist immer noch nicht toll, da gibt es vieles noch zu machen. Aber in Kasachstan ist das der Albtraum. Das ist die pure Apokalypse. Ja, und dort haben wir jetzt ein Handelsabkommen als Europäer geschlossen, um dann Kupfer zum günstigen Preis importieren zu können. Ich meine, was ist Donald Trump? Ein wunderbarer Mensch doch. Also
Schauen Sie, das heißt, und das ist verheerend. Phosphat davon, wir haben, ja, wenn wir unseren Phosphor nicht zurückkriegen, müssen wir immer neuen Phosphor gewinnen davon. Darum interessieren uns die Leute in der Westsahara, obwohl sie völkerrechtlichen Anspruch drauf hätten, auf ein Referendum und Unabhängigkeit, interessiert uns das nicht, weil fast die Hälfte des Weltphosphors dort liegt. Und Phosphor ist viel kritischer als Öl, oder? Ja, weil wir können nur als amorphe Mollusken durch die Weltmeere gleiten, sozusagen, wenn wir kein Phosphor aufnehmen. Wir brauchen den für unser Gerüst, ja, davon. Das heißt, jetzt ist der Phosphor aber auch entsprechend kontaminiert. In Hamburg, und ich habe in Naschmarkt in Wien, den Isemarkt in Hamburg, aber auch den Viktualienmarkt in München untersucht, das Gemüse, was dort verkauft wird, wenn es kompostiert wird, dürfte der Kompost nicht mehr in die Landwirtschaft, weil uns der Kunstdünger so hohe Belastungen an Schwermetallen hat, vor allem an Cadmium, dazu aber auch an Radioaktivität. Es wird durch den Phosphorbergbau viel mehr Radioaktivität in die Umwelt gebracht, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Viel mehr. Ja, wir haben allein in den letzten 20 Jahren in Deutschland 15.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern verteilt aus dem Kunstdünger. Das Ergebnis, weil der Kompost nicht mehr in die Landwirtschaft darf, in Hamburg wird er jetzt verschnitten mit Strauchwerk und mit Gras, damit die Grenzwerte noch eingehalten werden, davon gibt es mehr Kunstdünger. Die Grenzwerte für den Kunstdünger sind 500 Mal höher als für den Kompost. Obwohl der Kompost ja die Schwermetalle gar nicht verursacht, davon wird er deshalb von der Landwirtschaft ausgeschlossen, wird im Wegebau verwendet und sowas, dazu für Böschungen an Autobahnen oder sowas. Das heißt, ihr könnt es zeigen, für Cadmium zum Beispiel, für Schwermetalle, davon, dass die Grenzwerte dafür deutlich überschritten werden. Irgendwann ist unsere Biosphäre zum einen weg, weil wir den Boden einfach verlieren, ja, und anders ist sie kontaminiert, dass wir sie gar nicht mehr nutzen können. Also Florian Schwinn lege ich Ihnen ins Herz davon, rettet den Boden, zeigt, dass der Boden der zentrale Kohlenstoffträger ist. Der taucht in der Diskussion überhaupt nicht auf. Aber wir können das tun. Zum Beispiel Aperol Spritz trinken. Ja. Schreiben Sie sich auf, also es gibt vieles Gutes in den USA zu berichten und wir sollten uns nicht sozusagen von Donald Trump irgendwie sozusagen unsere Freundschaft mit den Vereinigten Staaten vermiesen lassen. Davon, in den USA gelten diese Farbstoffe als krebserzeugend, in Finnland auch, in Island auch, in vielen anderen Ländern auch. E110 und E124, das sind Azofarben, die bauen sich im Magen ab zu Nitroso-Verbindungen, die stark krebserzeugend sind. Und dann trinken die Leute das einfach. Na schön. Im Textilbereich habe ich über 25 Jahre gearbeitet mit Greenpeace zusammen, um diese Stoffe rauszukriegen. Und hier werden sie verwendet. Ja, gilt als europäisches Kulturgut davon. Und dann sagen die noch, es sei vegan, weil es ja Chemikalien sind. Früher hat man dafür Läuse tot gequetscht, um diese rote Karminrotfarbe zu bekommen. Jetzt ist es die vegane Formel davon. Ich kann Ihnen viele solche Beispiele sagen. Schauen Sie, aus 41 Elementen gewinnen wir maximal 9 zurück. Das nennen wir Recycling. Und da sagt die Telekom, wir sollen auch unsere alten Handys zurückgeben. Das Indium, das Gallium, das Germanium, all das ist verloren davon. Es wird ein bisschen Gold, ein bisschen Silber zurückgewonnen, ein bisschen Kupfer auch dazu, ein bisschen Eisen. Aber tatsächlich das, was selten ist, wird nicht zurückgewonnen. Das nennen wir Recycling. Oder nehmen wir ein Mercedes zum Beispiel, hat 46 Stahllegierungen. Ich habe ihn auseinandergebaut. Können Sie sich vorstellen, wir nennen das Recycling, wenn wir daraus primitivsten Baustahl machen. Mein Gott, was ist Donald Trump, doch ein toller Typ. Ja? Der lügt die Leute nicht so an, der lügt sie ehrlich an. Ich weiß sofort, er lügt mich an. Hier reden wir von Recycling. Es ist noch nie ein Auto zum Auto gemacht worden, gar nie. Und jetzt kommen wir mit den Elektroautos und da ist nichts anders geworden. Auch diese Autos sind nicht recyclingfähig. Es ist ein primitivstes Downcycling. Die ganzen Buntmetalle, das Chrom, das Nickel, das Kobalt, das Mangan, Wolfram, Antimon, Wismut, Titan, ist alles im Baustahl verloren. Und das nennen wir Recycling. Mein Gott, ist noch nie an die Fensterscheibe, auch nur zur Fensterscheibe zurückgewonnen worden. Gar nie. Ja. Also, wie primitiv. Ist so, wie uns ein schönes schottisches Hochland drin haben und aus Hamburger machen. Ja. Das ist ein absoluter Verlust der menschlichen Würde, so etwas als Recycling zu bezeichnen. In der Türkei gab es 1999 ein Erdbeben mittlerer Stärke. Da sind 20.000 Leute jämmerlich gestorben. Davon, das war wirklich, die sind so zusammengesackt. Und ich habe da die schlimmsten Bilder noch heute vor mir davon. Ich war für die Bundesregierung dort. Wir haben dort Kupfergehalte im Baustahl gefunden von über 2,2%. Wenn der Stahl nur 0,5% Kupfer hat, dann bricht er wie ein Osteoporoseknochen. Die Vereinigten Staaten, ja, ohne sie jetzt allgemein dafür anzuklagen, exportieren ihre Autos in andere Länder, weil das Recycling
in San Francisco bei Erdbeben zu Todesfällen führen würde. Es ist illegal in den USA, alte Autos zu Baustall zu verarbeiten. Da müssen die exportiert werden nach Mexiko und in die Türkei. Die Leute haben eins zu eins daraus Baustall gemacht. In Westeuropa gehen wir geschickt davor. Allein 1999 sind über 7 Millionen Autos aus den USA in die Türkei exportiert worden. Wir verdünnen unseren Autostahl mit Neustahl. Dafür müssten wir aber den anderen Stahl exportieren nach China, weil wir sonst zu hohe Kupfergehalte drin haben. Ja, wie fragt sich, warum exportieren wir die dazu? Da sind aber alle Buntmetalle weg. Ja. Ich will Ihnen das zeigen. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfererz 35 Kilo Kupfer pro Tonne. Heute hat ein Kupfererz noch 1 bis 2 Kilo pro Tonne. Ja, die Energieseite werden wir lösen, weil wir genügend Einstrahlung von der Sonne bekommen. Aber wir bekommen nicht genügend Meteoriten rein. Ja, das heißt, das Kupfer ist viel kritischer. Die Elektromobilität wird mit Kupfer nicht funktionieren. Ja, das heißt, wir müssen uns die Dinge nochmal neu andenken. Wir werden unseren Maschinenbau komplett einbüßen in den nächsten 15 Jahren. Ich war in Bangladesch gewesen, ich habe ausschließlich deutsche Maschinen chinesischer Herstellung gesehen. Zum Beispiel Heidelberg Speedmaster. Ja. Davon. Mit der Digitalisierung lassen sich die Maschinen innerhalb von 3 Monaten kopieren. Ja. Ja. Und dann konkurrieren die gegen den eigenen Nachbau und dann sagen die, Heidelberg ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Ja. Verstehen Sie? Das heißt, wir brauchen andere Geschäftsmodelle. Darum war ich 6 Jahre in Rotterdam gewesen und bin dort noch dort, um Geschäftsmodelle zu entwickeln. Davon hier, Heidelberg Sprintmaster. Ja. Verstehen Sie? Das fühlt sich ja lustig an. Aber es sind Nachbauten davon. Und die Firmen gehen darüber zugrunde. Das heißt, wenn wir nicht lernen, dass niemand diese verdammte Maschine braucht, sondern nur die Nutzung der Maschine, dann hat der Maschinenbau keine Zukunft. Nehmen wir IBM Papst in Mulfingen bei Künzelsau, dort, wo meine Mutter an der Jagd gestanden ist und jetzt die Wäsche gewaschen hatte für die Familie. Dort ist IBM Papst, das ist Weltmarktführer für Ventilatoren. Von dem kleinen Rechner bis zum großen Hochhaus sind die Ventilatoren, wenn sie Qualität haben, von IBM Papst. Bei weitem Weltmarktführer, was Qualität angeht. Die machen Ventilatoren, die keinerlei Wartung brauchen. Über 10 Jahre. Jetzt stellen Sie in Hongkong vor, in Shanghai ist 3 Monate später schon die Kopie auf dem Markt. Da steht auch IBM Papst drauf, ein bisschen verfremdet. Die Kopie ist aber nach 2 Jahren kaputt. Und dann sagen die Leute, IBM Papst ist auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Ja? Verstehen Sie, warum bitteschön verkaufen die ihre Ventilatoren, wenn jemand doch nur saubere Luft braucht? Warum verkaufen sie nicht 10 Jahre saubere Luft? Dann können sie die besten Modelle nehmen, die besten Materialien, nicht den billigsten Dreck. Das ist Cradle to Cradle. Es sind technische Nährstoffe. Aber Ursula von der Leyen verwendet inzwischen unser Beispiel mit den Waschmaschinen. Können Sie lesen in der Zeit darüber, niemand braucht eine Waschmaschine, ich brauche doch nur 3000 Mal waschen. Und es geht nicht um Langlebigkeit, sondern es geht um definierte Nutzungszeit. Denn sonst weiß ich ja nie, wann ich das Material wieder einsetzen kann. Ja? Und es ist auch wichtig, weil sonst die Innovation nie auf den Markt kommt. Eine Waschmaschine, die 30 Jahre hält, ist eine Katastrophe, weil ich wassersparende Techniken nie anwenden kann. Ja, oder schonende Techniken, die den Abrieb zum Beispiel einschränken. Das heißt, klimaneutral. Europa kann nur klimaneutral sein, wenn sie nicht existieren. Ja gut, bis vor Corona hat man noch die Hoffnung, in Heidelberg kennt man das ja, dass Europa sozusagen ein Museum für Indien und China werden könnte. Das ist ja auch schon eine Aufgabe. Aber damit werden wir keine 80 Millionen Leute ernähren können. Auch vorher wäre das nicht gegangen. Die Grundfrage ist, sind wir zu viele auf der Welt? Ja. Die Biomasse der Ameisen, wie vorher dargestellt, ist etwa 4-mal höher als die der Menschen. Und die Ameisen sind kein Umweltproblem. Im Gegenteil davon, ohne die Ameisen gäbe es den brasilianischen Regenwald nicht. Der ist so mineralstoffarm. Ja, die Yanomamis, die dort wohnen, davon verbrennen ihre Vorfahren, ja, und heben die Asche auf. Und im Wohnzimmer steht dann ein Glas, ein großes Behältnis mit der Asche der Vorfahren. Und zu jedem Essen, zu jedem Bananenbrei, zu jedem geriebenen Gemüse gibt es immer ein Löffelchen von den Vorfahren. Und die Leute meinen, dass sie damit die Stärke ihrer Vorfahren übernehmen. Und es stimmt auch, das Essen ist so mineralstoffarm im Regenwald, dass sie wirklich das Kalzium brauchen, ihre Vorfahren. Ja. Das heißt, die Ameisen sorgen dafür, dass diese Mineralien zugänglich bleiben. Ohne sie gäbe es den Regenwald gar nicht. Das heißt, sie sind nützlich, nicht weniger schädlich. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöde sozusagen. Ja. Sind wir dümmer als Ameisen? Die Ameisen sind in der Lage, ihre Nährstoffe wieder einzusetzen. Ja. Das heißt, lassen Sie uns die Dinge nochmal neu gucken.
Was wichtig ist, dass wir die Natur nicht romantisieren. Eine der größten Ursachen unserer Zerstörung ist, dass wir die Natur immer mit Mutter Natur bezeichnen. Das heißt, an der Stelle führt es dazu, dass wir denken, es wäre eigentlich besser, es gäbe uns gar nicht. Die Natur ist aber nicht unsere Mutter. Die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind immer noch Naturstoffe. Die Natur braucht Krebs, Mutagenität, um ein Genpool von langlebigen Organismen anzupassen. Sonst ginge es nicht. Das ist für das Individuum eine Katastrophe, ja, aber für das Kollektiv absolute Voraussetzung. Ja. Und wir reden auch bei Corona ja darüber, was sind die individuellen Menschenrechte und was sind die kollektiven Menschenrechte dabei. Ja. Also die Natur, welche Mutter würde ihr Kind mit Krebs überziehen? Nehmen Sie die giftigsten Stoffe, die perverse Chemiker in Syrien als Kampfstoffe einsetzen. Die sind immer noch 1 Million Mal weniger giftig als das, was die Natur kann. Welche Mutter würde ihr Kind vergiften? Die Natur ist nicht unsere Mutter, sie ist unsere Lehrerin, sie ist unsere Partnerin. Ich habe das erst in Holland begriffen, wirklich. Das Haus, in dem ich in Rotterdam lebe, ist 8 Meter unter Meeresspiegel. Wenn ich davon Mutter Natur reden würde, wäre die nächste Flutwelle, würde mich mitnehmen. Es ist eine Partnerschaft mit Natur. Und auch etwas, wenn Sie nicht gefallen mag, aber ist das hier, das Haus ist nicht, brennt nicht. Ja. Es gibt auch keinen Grund, Panik zu haben. Ja. Ja, denn aus Angst, Unsicherheit werden wir nie fortschrittlich. Ja. Das ist ein subjektives Gefühl eines Teenagers, das kann ich gut verstehen. Aber es ist kein Rat. Was wir stattdessen brauchen, ist die jetzige Selfie-Generation. Das reicht völlig aus. Ja. Für junge Leute ist es jetzt wichtiger, im sozialen Netzwerk geschätzt zu werden, als Geld zu haben. Ja? Das ist interessant. Und jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Ich brauche dafür keine Moral mehr. Und das ist auch in der Krise stabil. In der Krise vergessen wir sonst die Moral. Also, alles wird entweder biologischer oder technischer Nährstoff. Mit einfachen Dingen angefangen. Das ist das erste Toilettenpapier der Menschheitsgeschichte. Designed for your behind and to leave it behind. Normalerweise verseuchen Sie mit 1 Kilogramm Toilettenpapier über 2 Millionen Liter Wasser über den Trinkwassergrenzwert. Ich habe hier ein kurzes Video noch, was ich Ihnen zeigen will. Ich werde jetzt noch 5 Minuten brauchen. Ja, sonst. Das ist in Österreich. Das ist das erste Papier, was perfekt kompostierbar ist. Ja. Davon, seit man den Buchdruck erfunden hat, hat man immer die... Österreich ist Weltmeister im... Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Die Devise lautet: Take, Make, Waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert die Natur. Ein Kirschbaum produziert unendlich viele Blüten. Ist die Blütezeit schließlich vorbei, fallen die Blütenblätter zu Boden. Sie bilden dort aber keine Müllberge, sondern fließen vollständig als Nahrung in den Kreislauf der Natur zurück. Alle Ressourcen bleiben erhalten und können wieder und wieder genutzt werden. Das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip funktioniert ganz genauso. Ziel ist es, immer mehr Materialien in Stoffkreisläufen zu führen. Dafür müssen Produkte aber von Anfang an auch so gestaltet werden, dass sie am Ende des Lebenszyklus wieder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf zurückfließen können.
Mittlerweile gibt es schon viele Produkte, die dafür noch einmal neu erfunden wurden. Von Fernsehern über Couchbezüge und Teppiche bis zu Shampoo, T-Shirts und Klopapier. Ganz neu in diesem Kreis sind Cradle-to-Cradle-Druckprodukte. Dafür wurden sämtliche Inhaltsstoffe auf umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken untersucht und bei Bedarf ersetzt. Und jetzt sind Papier, Farben und Zusatzmittel endlich so beschaffen, dass ein ganzheitliches Recycling möglich ist. Nicht nur der Zellstoff kann wieder in den Kreislauf zurück. In Zukunft könnten sogar die Klärschlämme als Dünger oder für den Humusaufbau verwendet werden. Und wenn dieser Humus nicht gerade auf einem Acker landet, dann wachsen darauf ja vielleicht wieder einmal Bäume, die den Zellstoff für neues Papier liefern. Cradle-to-Cradle-Druckprodukte könnte man sogar direkt kompostieren. Und wenn sie verbrannt werden, ist die Asche auch noch gut für den Gemüsegarten. Mit Cradle-to-Cradle können wir den Kreislauf schließen. Und mit Googler können auch Sie jetzt genauso drucken, wie die Natur drucken würde. Los geht's, machen wir endgültig Schluss mit Ressourcenvernichtung. Starten wir gemeinsam die nächste Druckrevolution. Es gibt jetzt also eine Healthy Printing Initiative. Wenn Sie eine Pizza essen, denn die Schlämme aus der Altpapieraufbereitung werden als Füllstoff in die Kartons gegeben. Das nennt sich Kreislaufwirtschaft. Und jetzt hat die BASF eine Sperrschicht entwickelt aus Plastik, damit die Füllstoffe nicht den Dreck in die Pizza übernehmen. Ein Drittel einer Visitenkarte, etwa an Gewicht, wird in die Pizza übergegeben von den Füllstoffen und das essen sie dann mit. Jetzt haben wir eine Initiative, dass wir wirklich zum ersten Mal, wir haben ja in Europa den Buchdruck erfunden in Mainz, ja, jetzt können wir wirklich Druckfarben so machen, dass das Papier und das Papier, dass es wirklich in biologische Systeme zurückgehen kann. Ja, und wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie das Problem, dass Sie im Prinzip nur den Abfall weiter verschleppen. Wie gesagt, im Toilettenpapier und in anderen Dingen genauso. Ein IKEA-Katalog hatte vor 30 Jahren 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung und ein Verbrennen im Ofen eigentlich ausgeschlossen haben. Heute sind noch 50 giftige Stoffe drin, weil man durch Arbeitsschutz, durch Gewerkschaften, durch Arbeitgeber, durch Gesetze einige der giftigen Chemikalien herausgenommen hat. Aber wo ist der Unterschied, ob ich 90 Mal erschossen werde oder 50 Mal? Ja, ich habe nur etwas weniger schlecht gemacht. Jetzt kommen die Massendruckerzeugnisse aus China wieder mit 90 giftigen Stoffen und wir sagen, oh, der Umweltschutz ist so teuer, ja, weil wir das Papier recyceln müssen. Darum exportieren wir das Papier jetzt gleich nach China raus. Die Druckindustrie verschwindet hier. Wir haben in der Schweiz in den letzten 3 Jahren 3/4 aller Druckbetriebe eingebüßt. Davon, weil die Massendrucksachen jetzt in Malaysia und China gedruckt werden. Davon, die werden am nächsten Tag in Zürich eingeflogen. Und wenn das Brot- und Buttergeschäft wegfällt, dann wird der tagesaktuelle Druck extrem teuer. Davon, also schon Monatszeitschriften und Wochenzeitschriften werden in China gedruckt. Darum wäre es doch sinnvoll, an unsere Feinde auch zu denken. Wenn Sie sehen, ein Buch von mir dazu heißt Intelligente Verschwendung. Das ist das erste Buch, was für Neonazis gedruckt ist. Ja? Weil man muss ja auch an seine Feinde denken. Weil die verbrennen ja so gerne Bücher. Jetzt können sie mit gutem Gewissen Bücher verbrennen, oder? Ohne sich zu vergiften. Ja. Also für diese Scherze hassen mich meine Brüder. Das heißt, wir können jetzt neue Dinge machen davon. Zum Beispiel essbare Möbelbezugstoffe. Die Zustände der Möbelindustrie sind so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Wir denken, das sei Umweltschutz. Ich suche alle Zutaten raus, dass man sie auch essen könnte. Denn wenn ich auf dem Sofa sitze, dann rutsche ich ja hin und her und esse faktisch den Bezugstoff mit. Ich habe ihn als Hausstaub. Also suche ich nur Zutaten raus, die ich auch essen könnte. Das bedeutet, dass die Zuschnitte als Torfersatz in Gärtnereien gehen können und den Torf ersetzen also können. Und dass die Arbeitsschutz viel einfacher ist. Ich brauche auch keine Kläranlage, weil ich das Produkt sozusagen, die Intelligenz im Produkt esse. Wir haben diese Woche bei Lidl Schlafanzüge in Bangladesch gefertigt. Das ist der erste Textildruck davon, der bedeutet, dass das Ganze trotzdem kompostierbar ist. Ja, in Bangladesch, das Wasser, was bei der Fertigung herauskommt, ist so sauber, dass es keine Kläranlage braucht. Es kann direkt in die Bewässerung gehen. Bei Lidl für weniger als 10 Euro jetzt zu kriegen. Die Leute dort haben ein gutes Auskommen mit dabei. Können Sie nachgucken, die Firma DBL heißt das. Ich war dort, die Lidl-Leute durften nicht mehr hinreißen aus Fundamentalistenängsten davon. Ich habe mich da selber überzeugt davon.
diese, das ist unglaublich, mit welcher Qualität man tatsächlich dann etwas daraus machen kann. Dass das erste Schwarz der Triumph, was für Hautkontakt ist. Bis vor 11 Jahren gab es kein Schwarz, was man auf der Haut tragen konnte, ohne nicht davon krank zu werden. Ja, und es gibt natürlich Trigema zum Beispiel auch, mit denen wir die ersten kompostierbaren T-Shirts gemacht haben. Die Blaupause können wir dann in Bangladesch anwenden, davon aber erst natürlich hier. Ja. Das können wir umsetzen. Es gibt auch dann durchaus Plastik, was man verwenden kann. Es gibt dann eine Zertifizierung nach Cradle to Cradle. Ich bin nicht unbedingt der große Freund davon, weil Zertifizierung, das heißt, ich bin gut und du bist böse und ich muss dich alle 2 Jahre kontrollieren. Und die Zertifizierung findet mit Silber, Gold und Platin statt. Wie traurig. Ich meine, Platin ist die höchste Stufe. Platinverbindungen sind ähnlich giftig wie Zyankali. Das ist unsere höchste Zertifizierungsstufe. Eine Gesellschaft, die Platin anbietet, ist irgendwie zum Untergang geweiht. Aber so sind die Zertifizierungsstufen im Baubereich und dann müssen wir uns dem anpassen davon. Also das können wir in Verpackungen umsetzen hier in Brühl. Das gibt viele von diesen Dingen. Hier ist etwas Interessantes. Die Firma Giroflex verkauft ihre Schreibtischstühle mit einem Pfand von 25%. Die Marketingkosten sind aber 50%. So kriegen Sie Ihren Kunden garantiert zurück, und zwar nach 10 Jahren, nicht nach 9, nicht nach 11. Sie verkauft nur noch gesunde Sitzversicherung. Dann kann man anstatt 40 billige Kunststoffe 3 Kunststoffe einsetzen, um diese Schreibtischstühle herzustellen. Das sind andere Geschäftsmodelle. Wir können Teppichböden jetzt machen, davon, wo man den Leuten gar keinen Teppichboden mehr verkauft, sondern nur noch eine Fußbodenverpackungsversicherung. 10 Jahre, schönen Fußboden. Dann weiß der Kunde, es hält 10 Jahre. Und der Hersteller hat kein Interesse, dass es hässlich wird, dass er das nächste verkaufen kann, sondern er verkauft ja nur noch den optischen Eindruck. Dann kann der Hersteller aber auch das beste Material nehmen. Diese Teppichböden sind nicht nur nicht giftig, das wäre das Minimum, eben mein Kind nicht zu schlagen. Nein, diese Teppichböden reinigen aktiv die Luft, sie binden Feinstäube an sich. Warum soll ich meine 100 Quadratmeter Lungenoberfläche nutzen, um die Luft zu reinigen, wenn ein Teppichboden das doch kann? Dies kann man umsetzen in viele Baumaterialien, in viele Gebäude. In Venlo zum Beispiel steht ein Gebäude, wo die Luft im Gebäude viel besser ist als draußen. Wie gesagt, unsere Luft in unseren Gebäuden hier ist 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Und mit den Desinfektionsmitteln wird das noch katastrophaler. Man kann es umsetzen. Die Krankheitsrate in diesen Gebäuden ist über 20% niedriger als in anderen Gebäuden. Man kann das für Siedlungen umsetzen, hier in Düsseldorf, The Cradle. Man kann das bei Bionorica zum Beispiel in Neumarkt umsetzen. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein, es gibt eine Heidelberger Gruppe. Gibt es jemanden vielleicht, der zufälligerweise da ist? Man kann die Gebäude als Materialbanken machen. Ich habe hier ein ganz kurzes Video noch, davon mit 57 Sekunden, was ich doch trotzdem noch zeigen wollte, wenn es geht. Geht es? Die Digitalisierung wird nicht funktionieren, weil ich muss ja wissen, was es ist. Also nicht frei von, wenn ich Sie zum Essen einlade, dann sage ich auch nicht, das ist frei von Hähnchen. Ich sage, was drin ist. Ja? Also nicht frei von Parabenen oder sowas oder frei von Bisphenol A. Ich muss festlegen, was drin ist. Damit ist aber der Abfallbegriff vorbei, weil ich weiß ja, was es ist. Ja? Und ich brauche dafür aber Digitalisierung heißt es nur, weil unser Wirtschaftsminister so korpulent ist. Sonst würde das Digitalisierung heißen, weil die Leute die Chancen der Digitalisierung überhaupt nicht begreifen. Herr Freund, das kann ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Wir brauchen also definierte Nutzung für die Biosphäre und die Technosphäre. Nehmen wir Solarkollektoren. Ich war in Freiburg gewesen, unsere Solarhauptstadt Europas, wie Sie sich schimpfen, ja, und war beim Oberbürgermeister und habe gesagt, warum kauft ihr Solaranlagen? Niemand braucht eure verdammten Solaranlagen. Ich brauche doch nur das Licht. Ich brauche nur den Strom daraus. Wenn ihr die Solaranlage kauft, dann müsst ihr die billige Solaranlage kaufen. Also kauft ihr in China. Ja. Wenn ihr aber 20 Jahre Strom kauft, dann lohnt es sich, eine Schüko-Anlage zu kaufen. Die ist am Anfang zwar 30% kostengünstiger, aber auf 20 Jahre 40% ist der Strom billiger. Das heißt, warum kaufen die Leute Solaranlagen in Freiburg, der Solarhauptstadt, ja, wenn sie doch eigentlich nur Licht einfangen brauchen? Schüko-Anlagen gibt es nicht mehr. Unsere Solarindustrie liegt am Boden dafür, weil die Geschäftsmodelle dafür nicht entwickelt worden sind. Ja, wir brauchen doch nur die Nutzung. Warum kaufen wir eine Solaranlage? Dann haben wir Sondermüll aus China am Hals und müssen ihn nachher entsorgen und sagen, oh, der Standort Deutschland ist so teuer. Ich war bei einem süddeutschen Autohersteller, das ist die Fabrik der Zukunft. Davon, dieser süddeutsche Autohersteller kauft tatsächlich 200 Roboter. Wieso kauft er 200 Roboter? Niemand braucht doch einen Roboter. Wenn die Roboter kaufen, müssen sie jede Tätigkeit diesem Roboter zuschanzen, damit er ausgelastet ist. Ja, Sie müssen jede Umprogrammierung bezahlen. Sie müssen jede Wartung bezahlen.
Warum kauft der Hersteller nicht 100 Millionen Schweißpunkte? Denn das ist das, was er eigentlich nur brauchen würde. Ne? Das heißt, die Innovation ist gar nicht, die Digitalisierung ist gar nicht da. Das ist deshalb eine Digitalisierung. Das verursacht nur Kosten und zerstört uns unseren Alltag, ohne die Chancen der Digitalisierung wirklich zu verwenden. Die Globalisierung führt dazu, dass eine Waschmaschine viel mehr Benzol abgibt, als ich an der Tankstelle aufnehme, weil die Gummidichtung aus Malaysia kommt. Unsere Landwirtschaft ist nicht das Bestehende weiterzuführen. Wenn Sie Algen verspeisen, dann nehmen Sie 80% des Eiweißes auf. Sie können auf einer Fassade so viel Eiweiß anbauen wie auf 80 Hektar Mais. In einer Fassade, einem Hektar. Ja. Davon, das können wir umsetzen. Warum fragen wir nicht, wie können wir jetzt das Rindfleisch anders erzeugen, sondern wir fragen doch lieber, was ist gesunde Ernährung? Dann sind Algen und Pilze viel, viel eleganter und viel gesünder dafür. Das heißt, Rindfleisch ist eine Delikatesse, wie es früher sozusagen den Sonntagsbraten dazu gab, aber nicht die tägliche Ernährung, weil es einfach dumm ist, Rindfleisch zu verspeisen. Hier gibt es das Alkenhaus in Hamburg. Die Gemeinde Straubenhardt ist in Baden-Württemberg die erste Cradle-to-Cradle-Gemeinde. Es kommt hier jetzt Ladenburg dazu. Sinsheim kommt hier dazu in der Gegend als Cradle-to-Cradle-Modellgemeinden. Davon und erstaunlicherweise stimmt auch die AfD dabei zu. Ja? Also wenn man fragt, was können gemeinsame Ziele sein, kann man vielleicht auch Menschen zurückgewinnen, die man verloren hat über Auseinandersetzungen aus der Vergangenheit. Das sind die Unis, an denen ich im Moment arbeite, in München, in Rotterdam, in Twente, in Delft. Das ist unser Hauptgebäude in Lüneburg. Daniel Liebeskind, niemand braucht das verdammte Zink, was da dran hängt. Ich brauche doch nur den Schutz und die Optik. Das Gebäude würde viel billiger werden. Ich könnte das Zink an jemand Drittes abgeben, der das hält dabei. Ich habe in den USA ein Institut gegründet, was sich nennt MBDC, McDonough Braungart Design Chemistry. Das ist mein Freund Bill McDonough, Architekt. Ohne ihn wäre Cradle to Cradle nie berühmt geworden. Davon in Amerika müssen Sie Amerikaner sein, um berühmt zu sein, es sei denn, Sie sind so ein bisschen Karikatur wie Arnold Schwarzenegger, das geht dann auch. Aber in Europa müssen Sie auch Amerikaner sein, um berühmt zu sein. Ja, ein Til Schweiger ist doch gar nichts gegenüber Brad Pitt sozusagen, in Anführungszeichen. Also, ohne Bill wäre das gar nichts. Vielen Dank daran. Das heißt, wir können das jetzt umsetzen. Und wir können das in Beispiele umsetzen. Wir können Gebäude machen wie Bäume. Ich habe vor 4 Jahren in Venedig das vorgestellt, wie ein Gebäude sein kann, was die Luft reinigt und das Wasser reinigt. Das ist die Olympiade der Architekten. Davon, ich war der einzige Nicht-Architekt, der dort eingeladen war, um Gebäude zu zeigen, die aktiv nützlich sind, Gebäude wie Bäume. Lassen Sie uns die Menschen als Chance angucken. Lassen Sie jetzt sagen, wir möchten einen Fußabdruck haben, der nützlich ist. Einen Menschen anzuschauen und sagen, schön, dass du da bist. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie sich sicher fühlen, dann sind in allen Kulturen Menschen großzügig und freundlich. Wenn Menschen Angst haben, sind in allen Kulturen die Menschen raffgierig und feindselig. Darum ist das Erste, nicht wie die Umweltbewegung sagt, naja, es wäre eigentlich besser, du wärst gar nicht da, sondern zu sagen, schön, dass du da bist. Ja? Schön, dass es dich gibt. Was für eine Chance für diesen Planeten. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Sie haben Gelegenheit, Fragen zu stellen. Nein? Ja. Ich starte mal. Mein Name ist Jens Flammann. Ich habe hier gerade eine Woche organisiert, wo es um das Thema Kreislaufwirtschaft geht. Ich habe jetzt verstanden heute Abend, das war der falsche Begriff. Mhm. Gott sei Dank haben wir die Webseite dazu, die heißt Öko-Positiv, genau in diesem Sinne, wie Sie es gerade sagen. Aber ob das, was wir machen, ob das in Ihrem Sinne ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich sehe ja, dass jemand, der aus dem Jagstal kommt, immer noch auch einen Humor entwickeln kann, was man in Jagstälern, Kochertälern eigentlich gar nicht zumutet. Also von daher, auch hier gibt es vielleicht noch die Möglichkeit der Weiterentwicklung. Sie haben jetzt gerade geendet mit einem Satz, der ja sehr positiv ist, der auch, sag ich mal, das, was Sozialpsychologen im Umweltkontext sagen, nochmal betont, nämlich lass uns nach vorne gucken, lass uns die Menschen auch als die Ergänzung von Natur sehen. Der Vortrag war ein bisschen viel Giftstoffe und Sachen, wo es Alarmismus, den wir ja schon genug haben, dann auch da sind. Von daher, da passt das noch nicht für mich so ganz zusammen. Was ich jetzt in der Vorbereitung dieser Veranstaltung gelernt habe, dass ganz, ganz viele Menschen mit dem, was Sie gerade beschrieben haben, nicht so richtig was anfangen können. Ich erlebe, dass, wenn man über Recycling spricht, viele noch an Altpapiersammeln denken. Wenn man über Cradle to Cradle spricht, dann
habe ich festgestellt, funktioniert die Metapher am besten, dass man sagt, hört zu, in deinem Mobiltelefon könnte Gold drin sein, dass man in der römischen Goldmünze drin war. Dann fängt bei den Leuten an, was zu denken. Aber so insgesamt tue ich mich gerade so ein bisschen nach dieser Vorbereitung dieser Woche, aber jetzt auch nach Ihrem Vortrag schwer, mir nochmal eine Vision so auszudenken, wie kriegen wir Menschen dazu, dass sie sagen, stimmt, da geht noch was, da kriegen wir den, auf gut Schwäbisch, da kriegen wir den Arsch noch hoch. Wie schaffen wir das? Was haben Sie da für Erfahrungswerte, wie Menschen am ehesten sich herausgefordert, ich spreche von Deutschen, nicht von Amerikanern, wie sich Menschen am ehesten herausgefordert fühlen, zu sagen, ja, ich trage was bei zu dieser Schöpfung. Ja, also ich verstehe natürlich Ihre Nachdenklichkeit schon. So wie jemand gesagt hat, wenn du einen Hammer hast, dann sieht alles wie ein Nagel aus. Ich bin zunächst einfach Chemiker. Ich bin Materialwissenschaftler und ich schaue mir die Dinge rundherum an. Und wenn ich Ihnen nicht sage, dass ein Laserdrucker ein Problem ist, dann lüge ich Sie an. Wenn ich Ihnen nicht sage, dass Aperol Spritz ein Problem ist und Sie in der Fußgängerzone sitzen und das Zeug trinken, dann lüge ich Sie auch an. Und insoweit gesehen ist die erste Sache, dass ich Ihnen solide naturwissenschaftliche Informationen gebe. Das hat nichts mit Alarmismus zu tun. Wenn dieses Zeug eben aus Polypropylen ist, davon und nie für Recycling oder sonst was entwickelt worden ist, dann ist es einfach nur eine Tatsache. Also insoweit verstehe ich Sie natürlich schon mit dem Einwand. Ich bin eigentlich auch viel bescheidener. Ich bin eigentlich viel mehr für Designer, Architekten sozusagen, der, wie Madonna sagen würde, der Material Boy sozusagen. Ich liefere Ihnen das Backup dafür. Aber dafür muss ich zunächst mal das Bild auch aufstellen davon. Dann kann ich es nachher vereinfachen. Ja? Und an der Stelle möchte ich Ihnen schon sagen, es gibt inzwischen 11.000 solche Produkte. Allein in Holland über 2.800. Ja, weil in Deutschland fragen Sie, ist es moralisch geboten? Und dann vergessen Sie halt wegen Wiedervereinigung oder Finanzkrise die Moral. Gerade kann man sich die nicht leisten. Mit Corona wird es genauso sein. Und dann machen Sie Ihren Stiefel weiter. Ja, genauso wie Sie vorher. Und Sie geben das als Umweltschutz aus und Sie lügen sich das auch vor. Wir denken, es sei Umweltschutz, wenn wir Müllverbrennungsanlagen bauen. Aber Müll brennt doch gar nicht, wenn ich die Nährstoffe herausnehme. Wenn das, was wirklich wertvoll ist. Wir liefern weltweit Müllverbrennungsanlagen. Überall, wo ich hinkomme, wie in Hase- und Igelspiel, steht schon eine deutsche Müllverbrennungsanlage. Selbst in Shanghai steht eine Müllverbrennungsanlage. Die brauchen am Tag 80 Tonnen Heizöl. Das wurde als deutsche Entwicklungshilfe noch vor wenigen Jahren an die reichste Stadt der Welt gegeben. Also wir haben uns so lange etwas vorgelogen. Ich in Kambodscha und in Vietnam stolpere ich über deutsche Verpackungsabfälle, die als recycelt ausgegeben wurden, mit einer Recyclingquote von 50%, weil sie nur exportiert werden durften, wenn sie recycelt werden. Die wurden aber nie recycelt. Ja. Und das haben wir uns immer erlaubt. Und wenn ich das nicht sage, dann bin ich ein Teil des Problems. Und das hört sich zunächst so an wie Alarmismus, aber Cradle to Cradle können Sie nachlesen. Die Grundphilosophie ist eine einfache. Weniger schlecht ist nicht gut, ist nur schlecht weniger. Ja? Und wir in Deutschland meinen, dass wir ein Problem lösen, indem wir gründlich vernichten. Ja, ich habe das erst begriffen, als ich mit dem britischen Umweltminister diskutiert habe und sagte, wie könnt ihr jetzt so blöde sein und 55 Verbrennungsanlagen bauen für Müll, der doch gar nicht brennt, wenn ich die Wertstoffe rausnehme. Dann sagt er ganz frech, we learned this from the Germans and the Germans are pretty good in final solutions, aren't they? Ja, und die finden das alle noch witzig, ja. Verstehen Sie, wenn Sie in einer komplexen Welt es nicht hinkriegen, dann möchten Sie es wenigstens gründlich zerstören. Ja, und das ist das, was stattfindet davon. Es müssen überall deutsche Leopard-Kampfpanzer sein, weil man noch aus dem Blitzkrieg meint sozusagen, dass das das Tolle ist. Und wir selber haben das verinnerlicht hier. Wir geben es als Umweltschutz aus, wenn wir giftigste Flugaschen in Baustoffe geben. Ja, das tun wir hier, das ist Realität. Und wenn ich Ihnen das nicht sage, dann, wie gesagt, dann ist Donald Trump der bessere Mensch davon. Also ich bin dann ein Teil des Problems. Und was ich Ihnen sage, ganz offen, ich nehme Deutschland auch nur als abschreckendes Beispiel international. Ich sage einfach von Leuten, die so tun, als ob. Ja? Die einfach nur behaupten, aber die Realität ist eine völlig andere. Ja? Wir exportieren die Hähnchenteile nach Afrika. Wir exportieren die Alttextilien davon. Und das tun wir halt. Und das sollten wir endlich sagen, es ist so, ja klar. Und jetzt ändern wir das auch. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir wirklich nur diejenigen, die unseren Kindern eine Illusion schaffen, es täte sich was. Und das ist nicht, schauen Sie an, ich mache das konstruktiv ja auch. Ich bin hiervon ausgegangen, dass ich im Durchschnitt gesehen sehr gebildete Leute vor mir habe, wo ich dann auch nichts beschönigen muss, wo ich nicht irgendwie pädagogisch erstmal mit ihnen reden muss, sondern wo ich im Klartext mit ihnen reden kann davon. Aber wenn Sie sehen, pädagogisch gesehen gibt es ein Konrad Hall,
Ja, er hat in Stuttgart einen Vortrag von mir gehört und hat gesagt, ich mache das. Der hat in Donaueschingen ein Palais gemietet, dazu ähnlich wie das, was Sie vorher beschrieben haben, und er hat ein Kinder- und Jugendmuseum eingerichtet. Und dort sind Tausende von Kindern, die Cradle to Cradle lernen davon, die das umsetzen davon. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, wir machen Feinstaubalarm und in unseren Kindergärten ist die Feinstaubkonzentration sehr viel höher. Das ist kein Alarmismus, ich kann es doch messen. Also ich kann doch nicht so tun, wie wenn das nicht so wäre. Nur weil Sie sagen, oh, schlechte Nachrichten kennen wir schon genug. Nein, ich muss zuerst mal eine Bestandsaufnahme machen, wo ich bin. Und dann sage ich Ihnen, wir kommen wahnsinnig schnell voran. Das Mobiltelefon hat 65 Jahre gebraucht zwischen der Erfindung, ja, und der Umsetzung. Ich hatte noch als Student ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilo gewogen. Dafür sind wir unglaublich schnell. Also wenn man in Kulturen, das, wo man Kreisläufe denkt, davon das hört, dann macht man das. In Deutschland sagt man, naja, irgendwas muss ja falsch sein, wenn es die Leute nicht machen, sozusagen. Ja? Klar, das verstehe ich schon. Aber wie gesagt, ich kann zeigen, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber das Erste, und da bin ich doch völlig mit Ihnen, ist die Frage des Menschenbildes. Die Grundlage ist dazu, ja, was versuchen wir, Leute zu kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein, oder versuchen wir, Menschen zu unterstützen, so wie sie sein wollen? Denn 95% der Leute wollen gut sein, wenn sie ihnen die Chance geben. Aber 95% der Menschen benehmen sich absolut schlecht, wenn sie Angst haben, wenn sie unsicher sind. Dann benehmen wir uns barbarisch. Darum kommt es auf die Randgegebenheiten an. Und Sie haben schon recht davon, der Vortrag hat ein bisschen viel Bestandsaufnahme drin. Aber ich traue Ihnen das einfach zu. Also ich möchte Sie da auch wirklich fordern dabei. Also was mich angesprochen hat, was mich interessiert hat, war das, was Sie über die Architektur erzählt haben. Aber was mir fehlt, das sind solche Ideen, wo ich jetzt zum Beispiel herbekommen könnte, was ich da verbessern könnte. Also was ich selbst verbessern könnte. Wo kriege ich jetzt Ansätze her, um in die Richtung was anders oder besser zu machen? Es kommt darauf an, in welchem Bereich Sie tätig sind. Es gibt den Kosmos Verlag in Stuttgart, der jetzt alle seine Bücher nach Cradle to Cradle druckt. Wenn Sie nur in der Schule Kinder haben oder Enkel davon und sagen, hey, unsere Schulbücher sollen so sein, dass sie tatsächlich in biologische Kreisläufe gehen, dann ändern sie viel mehr als jeder, der irgendwas daherredet. Davon. An jeder Stelle, wo sie sind. Sie können sagen, ich möchte alle Dinge, die kaputt gehen, so haben, dass sie in biologische Systeme zurückgehen können. Sie können fragen, was eine Gemeinde Strauben hat, macht, was eine Gemeinde Ladenbrück macht. Sie können zu den Leuten ja hingehen. Sie können nach Mönchengladbach gehen davon und können die Leute fragen. Sie können sich dann das raussuchen, was sie wirklich interessiert. Ich rede doch nur praktisch, weil ich die Arbeit von 200 Kollegen über 30 Jahre zusammenfasse. Ja? Aber natürlich ist es wichtig, an jedem einzelnen Projekt zielstrebig dran zu sitzen und die Dinge anders zu machen. Und suchen Sie sich was raus. Etwas, was Ihnen wichtig ist. Aber die Grundfrage ist eine ganz einfache. Kann ich es in meinen Garten packen? Kann ich es in meinen Ofen tun und verbrennen? Oder nimmst du es zurück? Warum soll ich denn zuständig sein für etwas, wo ich nachher gar nicht dafür bestimmen kann, darüber, was es ist? Ja? Also, und wenn nur, nehmen wir Beispiele. In Hamburg sind 20% des Restmülls Windeln. Das Volumen der Erwachsenenwindeln ist inzwischen größer als das der Babywindeln. Ja? Diese schaffen den Heizwert. Hamburg sucht verzweifelt Verbrennung, weil sie so viele Anlagen haben, haben das höchste Müllaufkommen in Deutschland. Verglichen mit Aschaffenburg 3-mal mehr Müll pro Kopf als Aschaffenburg. Köln hat das höchste Müllaufkommen neben Hamburg davon, weil sie auch so eine hohe Müllverbrennungskapazität haben. Wenn Sie nur hingehen und ja, die dreckigen Windeln Ihres Enkelkindes vorbeibringen bei Aldi und sagen, bitte, ich habe die bei euch gekauft, dann müssen die eine eigene Kraft dafür einstellen, wenn nur 5 Leute das machen. Also wir müssen sehen, im Moment gibt es eine große Firma, die den Gewinn privatisiert und das Risiko der Allgemeinheit aufbürdet. Das kann es doch nicht sein. Ja? Also nehmen Sie sich Beispiele, die Sie interessieren, die Ihnen wichtig sind. Das ist zum Beispiel der Prototyp einer ersten Maske davon, die meine Studenten gemacht haben, weil sie sich einfach drüber ärgern, die perfekt kompostierbar ist. Die kann ich in meinen Kompost schmeißen. Ja? Da sehen Sie zwar noch aus wie ein Rottweiler, wenn Sie die aufhaben, davon, aber so viel besser ist die andere auch nicht. Ja? Davon. Aber die ist perfekt kompostierbar, weil meine Studenten sich darüber geärgert haben. Sagen, was soll ich mit diesem Dreckmüll? Wenn Sie sagen, hey, wir möchten in Heidelberg
einfach nur noch Masken verwenden, die kompostierbar sind, dann ändern Sie das. Dann können Sie sogar hingehen davon zu einem Stefan Endelweber, der dann hier in Sinsheim sitzt und der bei der Firma Baucom kompostierbare Baufolien macht, davon und können dem sagen, hey komm, wir helfen dir, dass du die auf den Markt kriegst. An jeder Stelle können Sie was tun, weil das Bestehende so extrem primitiv ist. Können Sie, ja, Sie haben einen Tennisball zum Beispiel, ja, sagen Sie wieder Alarmismus, nein, das hat sich niemand gefragt, was dieses Grün eigentlich für ein Farbstoff ist, der reibt sich ab, die könnte ich eigentlich nur mit Schutzhandschuhen nehmen, ja, davon, wenn es Ihnen Tennis wichtig ist, entweder nehmen Sie einen Schutzhandschuh und atmen auch bitte schön den Dreck nicht dazu ein, der sich abreibt von dem Tennisball, weil der Tennisball nie für biologische Kreisläufe gemacht worden ist. Alles, was sie umgibt davon, ist nie für uns gemacht worden. Es ist nur gemacht worden, dass es billig ist und dass es vielleicht nett aussieht. Also nehmen Sie keine Polyester mehr. Oder hier, wie gesagt, mit dieser Maske nehmen Sie so zwischen 400 und 3000 Mikrofasern auf dazu an Plastik. Das ist Polypropylen. Ja? Schön. Ich meine, wenn Sie das wollen, gut. Aber wenn ich es Ihnen nicht sage, lüge ich Sie doch an, oder? Ich messe das doch. Ja? Und natürlich komme ich deshalb von der Naturwissenschaft. Und wie gesagt, suchen Sie sich was raus. Egal, was Sie wollen. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein, in dem sind über, das heißt gemeinnützig, da sind über 1000 junge Leute inzwischen drin. Es gibt in Heidelberg auch eine Gruppe, in Mannheim auch eine, in Tübingen eine, in Stuttgart eine, in Freiburg eine. Sie können sich denen anschließen und sagen, ich möchte es mal näher diskutieren. Es ist halt das Gegenmodell. Es ist nicht minimieren. Und wenn alle Leute von klimaneutral reden, dann muss ich das doch erstmal sagen. Der Kaiser ist nackt, ja. Klimaneutral ist Blödsinn. Ja? Dann können Sie sagen, nee, das ist Alarmismus oder das ist Semantik, vielleicht weil du aus einer Germanistenfamilie kommst davon. Aber es ist es nicht. Die Kultur dahinter ist, sagt, es wäre besser, es gäbe dich nicht. Und da können Sie vieles tun. Sie haben eine Landwirtschaft, die 10 Kalorien Energie einsetzt für eine Kalorie Ernährung. Wenn Sie im Gebäude Aufzug fahren, können Sie Ihren Carbon Footprint um das Fünffache senken, nur weil Sie damit eben so viel weniger an Energie verbrauchen. Ja? Weil es nur 2 Kalorien braucht für die Leistung, sie dann im Aufzug zu transportieren. Also so einfach können Sie einen Carbon Footprint senken. Und dann sterben Sie früher und schützen die Umwelt noch mehr natürlich dabei, klar. Ja, also in der Logik. Also darum, nehmen Sie das, was Sie wirklich gerne machen. Also so wie Konfuzius gesagt hat, such dir eine Tätigkeit, die du gerne machst, dann musst du dein Leben lang nicht arbeiten. Ja? Davon, so nehmen Sie etwas, was Sie wirklich packt, was Sie wirklich ändern wollen. Und das können Sie mit allem anfangen. Wie gesagt, Sie können sagen, guck mal, es gibt den Knaufgips in Baden-Württemberg zum Beispiel, ja, der wird mit Altpapierkartons verwendet. Davon, der Gips ist das ideale Cradle-to-Cradle-Material. Es gibt hier Heidelberg-Zement, davon, da werden 300 Additive verwendet in dem Beton. 200 von denen sind extrem giftig. Emulgatoren, Porenbildner, hat immer nur geguckt, dass es funktioniert. Mit den restlichen 100 kann ich aber trotzdem einen wunderbaren Beton herstellen davon, den ich dann wirklich recyceln kann, weil er dafür gemacht worden ist. Also an jeder Stelle, wo Sie sind, an jeder Stelle im Beruf, an jeder Stelle, wo Sie arbeiten, können Sie sagen, ich möchte die Dinge entweder für die Biosphäre oder die Technosphäre haben. Und dann kriegen Sie das hin. Und wenn Sie nur sagen, wir möchten, dass Heidelberg die Stadt des gesunden Toilettenpapiers wird. Ja? Ich habe extra eine Firma dazu gegründet mit meinen Studenten, die jetzt ihre Jobs verloren haben. Die nennt sich Holy Shit. Ja? Und dafür, ja, und dafür wird effizienzmäßig würden Sie das Toilettenpapier beidseitig verwenden. Dann brauchen Sie nur halb so viel Toilettenpapier, ja, davon. Aber das ist vielleicht nicht die Logik, die da vielleicht dahinter steckt. Allein durch das Toilettenpapier ist der Phosphor nachher kontaminiert, den ich im Klärschlamm habe. Ja, ja, also der Input davon muss so sein, dass es in biologische Systeme gehen kann. Und egal, an die ewige Stelle, sagen Sie einfach, wo Sie sind, kann ich Ihnen 30 Ansatzpunkte dafür geben, wo Sie sich engagieren können. Und dann suchen Sie sich 3 davon aus, wie bei einer Speisekarte. Ja. Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, bei Knauf Gips das C2C-Label gesehen zu haben. Gibt es das als Label überhaupt? Gibt es eine Liste von Produkten? Und wo findet man die? Ja, es gibt, im Internet finden Sie unter Cradle to Cradle Certified eine Liste von 11.000 Produkten davon. Und wenn die Knauf-Leute jetzt halt Altpapier verwenden, um ihre Gipskartonplatten zu machen, dann haben sie was Gutes gemeint. Aber das Altpapier ist nicht für Innenräume gemacht worden. Oder eine Isoflock-Füllung zum Beispiel aus alten Zeitungen. Das ist gut gemeint, aber sie optimieren das Falsche davon. Wie gesagt, Cradle to Cradle Certified. Ich bin kein Freund der Zertifizierung. Ich bin lieber dafür, dass die Leute transparent machen, was sie tun. Dann kann jeder ja sehen, was es ist.
davon, aber in Angstgesellschaften, wie wir es ja auch eine sind, davon ist eine Zertifizierung einfach notwendig. In den USA auch, wo sie mehr Anwälte haben, als der Rest der Welt insgesamt zusammen hat. Denn wenn sie ein Haftungsproblem vermeiden wollen, müssen sie eine Zertifizierung dafür haben. Davon aber eigentlich nicht. Also Sie können doch sagen, was Sie tun. Wir können es doch zeigen. Aber wie gesagt, die Liste gibt es. Sie können einfach nachgucken, Cradle to Cradle Certified. Wir haben jetzt auch in Baden-Württemberg, kennen Sie die Firma Dries und Sommer, vielleicht einige von Ihnen. Das ist ein großer Projektmanager. Die haben jetzt Cradle to Cradle übernommen. Alle Bauprojekte werden nach Cradle to Cradle jetzt gemacht. Davon die Bauprojekte sind etwa die Hälfte aller Materialströme. Insoweit gesehen kriegen wir die PS auch jetzt hier auf die Straße. Davon, aber wie gesagt, das ist bei uns immer noch eher eben Verantwortung, ja? Corporate Social Responsibility. Ich bin dafür, dass die Leute Rechte haben. Ja? Also nicht wie jemand in Baden-Württemberg sagt, wir brauchen keine Gewerkschaften, ich brauche keinen Betriebsrat, ich kümmere mich ja um die Beschäftigten. Ja? Kennt Sie vielleicht jemand auch? Nein, das ist Feudalismus. Die Menschen haben Rechte. Ja? Und das ist nicht, ich kümmere mich darum. Ja? Und das ist ein anderer Ansatz natürlich, wo ich wirklich fragen muss, wie kann ich Innovation wirklich, wirklich umsetzen? Und nur, was mich halt umtreibt, weshalb ich das sicherlich auch ein bisschen ernst nehme, Ihren Vorwurf dazu schon, wir werden unseren Maschinenbau einbüßen. Das ist die Basis in Baden-Württemberg, wenn wir nicht andere Geschäftsmodelle wählen. Ja? Wenn wir die Dinge verkaufen, können sie in der digitalen Welt schnellstens nachgebaut werden. Wir konkurrieren mit unseren eigenen Nachbauten. Und wenn wir die Vitalität dafür verlieren, dann werden wir nicht mehr fortschrittlich werden. Wir werden versuchen, uns zu wehren gegen Leute anderer Hautfarbe, andere Herkunft etc. gesehen. Ja? Aus dem Netz gibt es eine Frage, was halten Sie vom Drucken von Gegenständen, Organen bis zu Häusern, 3D-Druck im großen Stil? Naja, der 3D-Druck hat sicherlich sinnvolle Anwendungen. Allerdings ist, wie jeder, der einen 3D-Drucker irgendwo kauft, passt bitte auf, die sind genauso ein Feinstaubproblem, ein ganz, ganz massives. Also da muss man zum einen drauf achten, zum anderen sind die 3D-Druckmaterialien entweder billig oder gut. Das heißt, auch dafür brauche ich ein anderes Geschäftsmodell. Das 3D-Druckmaterial müsste eine Dienstleistung sein, dass ich einfach nur für eine bestimmte Zeit die Nutzung eines Materials abgebe. Dann können diese Materialien viel besser sein davon. Das könnte ich dann umsetzen. Insoweit gesehen hat 3D-Druck natürlich ein riesen Potenzial, aber nicht dieselben primitiven Materialien, die vorher verwendet worden sind, jetzt als 3D. Sonst habe ich im Prinzip nur das bestehende Falsche optimiert. Ja. Gabriel Rotter, mein Name. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie 20, 25 Jahre in der Textilindustrie tätig waren, mit Greenpeace auch zusammen, die Azofarbstoffe rausgenommen haben aus der Produktion. Sehen Sie denn seit der Zeit und jetzt auch mit dem Cradle to Cradle, weil der Ansatz ist ja in der Textilindustrie sehr lange schon bekannt, Cradle to Cradle, aber sehr, sehr schwierig umzusetzen. Sehen Sie eine Veränderung in dieser Thematik, Cradle to Cradle, also eine Sortenreinheit, sprich man hat keine Baumwoll-Polyester-Blends mehr oder andere Mischverhältnisse? Und wie würden Sie oder könnten Sie einen kurzen Ausblick geben, wie sich diese Industrie vielleicht in Bezug auf Cradle to Cradle ändern könnte? Also das Interessante sind die Firmenübergänge jetzt. Also vor allem familiengeführte Unternehmen sind dafür interessant, weil die Kinder sagen, ich steige nicht in die Firma ein, wenn es nur darum geht, den Umsatz zu steigern. Und darum setzt sich Cradle to Cradle im Moment sehr schnell durch. Also auch eine Bettina Wirth sagt dazu, Reinhold Wirth, wenn wir Cradle to Cradle nicht umsetzen, will ich auf Dauer nicht mitmachen dabei. Ja? Das bedeutet, dass das gesamte Wirth-Unternehmen sich in Bezug auf Cradle to Cradle jetzt ändert. In der Textilindustrie werden etwa 20.000 Chemikalien verwendet. Das ist ein Drittel aller Chemikalien überhaupt. Es arbeiten 8-mal mehr Leute in der Textilindustrie als im gesamten Automobilbereich. Ja. Davon ist bei weitem die wichtigste Beschäftigung weltweit. Und viele sind hingegangen und haben dafür Schadstofflisten gemacht von Dingen, die sie nicht drin haben wollten. Selbst Greenpeace hat eine Detox-Kampagne gemacht von 300 Chemikalien, die nicht drin sein sollen. Ja, und dann unterschreiben die alle und dann kommen die nächsten 300. Das ist so wie ein Hase- und Igel-Spiel eigentlich. In meinem Alter würde ich da eher eine Botox-Kampagne machen. Da hätte ich wenigstens was davon. Weil sonst schaffe ich den Leuten nur die Illusion, aber es wird einfach, das heißt, wir müssen positiv definieren, was drin ist. Mit der Digitalisierung geht es jetzt viel schneller.
Und wie gesagt, die Lidl-Produkte können Sie auch im Internet sehen. Davon, die Leute haben wirklich ihr gutes Auskommen, also ein Mehrfaches des Mindestlohns. Und nicht nur das, sie haben Gesundheitsversorgung und sonst was bei dieser Firma DWL. Und Lidl kann das für weniger als 10 Euro liefern, also nicht mehr sozusagen als ein Schlafanzug zum Beispiel, den sie auch als Hausanzug dann anziehen, weil er einfach so angenehm auf der Haut ist. Eine Mono-Bio-Baumwolle dazu mit einem entsprechenden Nachweis daraus auch. Also ich denke, es geht erstaunlich schnell für die Komplexität, die da ist. Also jetzt die Positivdefinition. Und die Azofarben zum Beispiel sind aus dem Textilbereich raus, und zwar weltweit. Ja? Und, aber sie trinken das dann mit Aperol Spritz, das ist dann das Lustige davon. Aber wie gesagt, ich teile durchaus ihre zögerliche Haltung dabei. Aber ich glaube halt, man muss schon sehen, es hat 500 Jahre gedauert, bis die Menschheit begriffen hat, dass die Erde keine Scheibe ist, nach dem Nachweis, dass sie das nicht ist. Dafür sind wir wahnsinnig schnell dran. Also das Denken, was vorher dafür da war, hat so lange Zeit gehabt, dass man einfach das genommen hat, was funktioniert hat. So wie im Buchdruck hat man Kobalt verwendet, weil es halt schön so blau war, Mangan, weil es so schön grün war. Man hat da gar nicht gefragt. Und bei den Mengen war das auch nicht relevant erstmal. Ja, aber wenn ich Massenprodukte daraus habe, dann wird es sicherlich anders. Und gucken Sie sich das an. Im Internet gibt es inzwischen hunderte von solchen Produkten davon. Natürlich können Sie sagen, das ist immer noch, C&A zum Beispiel hat jetzt auch Cradle-to-Cradle-Produkte davon da. Aber mir geht es eher um das Denken. Zu sagen, ist der Abrieb, ja, fast die Hälfte in den Weltmeeren des Mikroplastiks ist Textilabrieb, die Kläranlagen halten das Zeug nicht zurück, ist der Abrieb für die Biosphäre geeignet. Und dort findet schon ganz viel statt. Es gibt jetzt ein Elastan zum Beispiel, was perfekt sich biologisch abbaut, was also das bisherige Lycra nicht ist zum Beispiel. Damit kann ich durchaus Baumwolle mit Stretch-Effekt auf den Markt bringen zum Beispiel auch. Und trotzdem für die Biosphäre ist der Abrieb geeignet. Also Textil wäre natürlich ein eigener Bereich davon, über den wir uns allen unterhalten könnten, endlos. Aber ja, ich teile durchaus Ihre Nachdenklichkeit, so ist es nicht. Ich bin nicht da, sozusagen als Ihnen jetzt allgemein gute Laune zu verbreiten davon. Trotzdem, jede Designschule der Welt lehrt inzwischen Cradle to Cradle, weil vorher sind die Designer einfach nur Behübscher. Jetzt sind sie wirklich Gestalter im eigentlichen Sinne. In Schwäbisch Gmünd, neben Eindhoven, die führende Designschule, in Schwäbisch Gmünd bin ich geboren, sozusagen, ich soll jetzt Ehrenbürger von Schwäbisch Gmünd werden, was ein bisschen lustig ist, so nach Bud Spencer oder sowas, aber davon, aber in Schwäbisch Gmünd lehrt man Cradle to Cradle in der führenden Designhochschule und das setzt sich dann immer schneller um. Ne? Okay, eine letzte Frage. Also bei allem, was Sie darstellen, schwindelt es mich so ein bisschen, weil es einfach so wahnsinnig viel Informationen sind. Mir kommt jetzt nur die Frage auf, wie sind Sie vernetzt mit Transparency International? Weil das ist ja auch so eine hochhonorige wirtschaftsübergreifende und weltübergreifende Institution. Und wahrscheinlich irgendwie kommt mir das auch sehr verwandt vor. Ja, ja, natürlich. Das ist ja der Ausgangspunkt, worüber wir geredet haben. Innovation, Neues können Sie nur mit Offenheit, mit Transparenz, mit Fairness und ohne Korruption machen. Nur dann, ja. Sonst optimieren Sie immer nur das Bestehende. Dann natürlich schätze ich die sehr. Und die sind ja die Voraussetzung, wie eben die Grundmenschenrechte die Voraussetzung dessen sind. Was ich Sie doch nur darum bitten will, einfache Dinge vielleicht zu behalten von heute. Und das ist eher die Frage, ob man ein Menschenbild nicht haben kann, was die Menschen als Chance begreift. Und das ist etwas anderes, als die Umweltdiskussion im Moment ist. Die sagt, ich muss mir wie bei Aschenputtel sozusagen den Fuß ein Stück abhacken, damit ich noch irgendwie reinpasse dabei. Ja? Und das ist eins, wo ich Sie nur ein bisschen nachdenklich machen will. Das Zweite, was ich möchte, ist, dass Sie sich vielleicht überlegen, zu sagen, naja, wir möchten nicht das Bestehende optimieren. Also nicht die Effizienz steigern, sondern Effektivität. Wir wollen fragen, was ist wirklich das Richtige? Also nicht, wie kann ich sozusagen die bestehende Landwirtschaft so weiterführen und mit ein bisschen Blühstreifen dabei, sondern zu fragen, was ist gesunde Ernährung für 10,5 Milliarden Menschen? Das Dritte würde ich Sie wirklich bitten, setzen Sie sich dafür ein, dass wir endlich Importfuttermittel stoppen.
Das ist die Pest. Ja? Einfach für, ja, wenn wir uns hier nicht ernähren können mit dem, was wir dabei machen und dafür stattdessen importieren und dafür den Weltmarkt überschwemmen mit subventionierten Fleischteilen davon, dann sind wir wirklich, wirklich Verbrecher einfach. Das kann man doch nicht anders sagen. Also wenn Sie das sozusagen daraus nehmen, reicht mir das völlig aus. Ich bin da viel bescheiden. Und wenn Sie dann aus Ihrer Verwandtschaft und Bekanntschaft die Laserdrucker noch rausschmeißen, dann reicht es mir erst recht. Also weil ich habe 1352 Leute im Hals, die durch Laserdrucker inzwischen krank geworden sind. Und deren Leben ist gelaufen. Die bluten aus dem Mund, aus den Nasen. Wenn sie im Hotel ist, da hinter der Theke ist dann ein Laserdrucker und die wird nur die Rechnung ausgedruckt und sie denken, die seien bei Halloween angekommen, weil die Leute wirklich aus dem Gesicht bluten davon. Ja, und wenn Sie das erlebt haben, dann sagen Sie, okay, jeder Mensch, der dem nicht ausgesetzt ist dazu, ist jemand. Und wenn Ihnen das reicht und Sie kennen Ihre Verwandtschaft und Bekanntschaft, sicher Leute, die sozusagen Homeoffice jetzt machen und diese Drucker dort stehen haben, die Tintenstrahldrucker sparen auch inzwischen Energie ein und haben eben nicht, auch dort hat das Umweltbundesamt hat die Laserdrucker mit blauem Engel versehen, die kommen da nicht raus, weil die Leute, die das damals gemacht haben, sind jetzt in den Entscheidungsebenen. Ja? Und insoweit gesehen, reicht mir das völlig aus. Also ich bin wirklich einfach da bescheidener davon, weil Sie müssen ja fragen, was kann man wirklich im Alltag dann umsetzen? Und dann reicht mir das, was ich Ihnen aufgezählt habe. Ne? Ja, vielen herzlichen Dank. Normalerweise sind die Leute ja auch so effektiv und fragen sich, was können sie mit nach Hause nehmen? Ich denke, heute haben sie genügend Anregungen, zumindest was die Zurückhaltung gegenüber den alltäglichen Bedingungen, die wir so akzeptieren, vielleicht zu ändern oder kritisch zu sehen. Und wer das nicht kann, da hinten sind noch ein paar Bücher, die können auch signiert werden. Also dann haben Sie es auch haptisch in der Hand. Im Übrigen... Darf ich das noch kurz was dazu sagen, ja, weil es zugehört? Das Buch Cradle to Cradle ist inzwischen weltweit über 2,5 Millionen Mal gedruckt worden. Das heißt, es gibt es auch gebraucht. Ja, gehen Sie bei Amazon, können Sie für 90 Cent das kaufen dazu auch oder sonst wo. Gibt es im Internet bei eBay davon. Wir müssen eigentlich nicht unbedingt Bücher verkaufen dazu. Die gibt es ja da. Die sind gelesen worden. Ich habe das erste Buch, was ich geschrieben habe, habe ich Plastik gemacht. Deshalb, weil ich gerne Bücher in der Badewanne lese, gebe ich zu. Aber damals gab es noch kein kompostierbares Papier. Und man kann die Druckfarben auswaschen aus der amerikanischen Originalausgabe und das Papier kann ich einschmelzen und wieder einsetzen, über 500 Mal. Und wir hatten uns vorher über Würde unterhalten. Es ist unwürdig, Bäume zu zerkleinern und daraus Papier zu machen, wenn man eigentlich eine Kunststofffolie nehmen kann, die man wieder bedrucken kann und wieder einsetzen kann. Davon, also wenn Sie die Originalausgabe in den USA kriegen, die eignet sich für Badewanne wunderbar davon. Darum, also wie gesagt, ich will ausdrücklich nicht dafür werben, dass Sie diese Bücher kaufen, wenn Sie sie daraus so in den Schrank stellen. Es gibt über 900 Videos über Cradle to Cradle im Internet davon, die Sie sich auch angucken können. Mein Lieblingsvideo habe ich gemacht in Brasilien unter dem Titel Give Pea a Chance. Davon, also um Phosphor zurückzugewinnen, davon, das ist wirklich lustig. Also sonst erlaube ich mir viele Dad-Jokes sozusagen, wie meine Kinder sagen würden, davon. Also das ist wirklich gut. Aber ansonsten, wie gesagt, lassen Sie sich inspirieren und machen Sie selber was dazu, ändern Sie Dinge. Wenn wir nur sagen, die Stadt Heidelberg wird die Stadt der gesunden Bremsbeläge, ja, würde mir völlig reichen. Ja? Oder wir sind der Testplatz für gesunde Autoreifen. Davon, ja, Innovationsplattform, ja, davon, Sie müssen nicht alles machen. Wenn Sie ein bisschen Energie einsparen, so what? Aber die Materialseite ist viel kritischer als die Energieseite letztlich davon. Oder wir haben 40% unserer Häuser haben Schimmel. Wenn Sie sagen, wir möchten eine Stadt haben, in der es kein Schimmel gibt in den Häusern, dann tun Sie wirklich was. Weil Schimmel macht Asthma bei Kindern. Davon. Und das sind 40% unserer Häuser. Jetzt machen die Leute die Gebäude gasdicht, versiegeln die, kriegen die Feuchtigkeit nicht raus und kriegen überall Schimmel rein. Ja? Also nur das, so ganz handfeste Dinge, wo sie jederzeit eben was machen können. Ja. Und wie gesagt, machen sie vielleicht beim Verein mit davon, das ist Inspiration genug davon, wo sie dann sich auch austauschen können, übers Internet auch. Das Grunddenken ist schon, zu einem bescheidenen Lebenswandel zu kommen. Nicht, dass sie denken, aber wir kommen da nicht dazu, weil uns jemand am Freitag vorschreibt, dass jetzt heute Veggie-Tag ist, sondern wir kommen dazu, weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Ja? Also verstehen Sie, das ist was anderes, weil wenn wir die Menschen schätzen, wenn wir sie feiern, dann
dann sind Menschen großzügig und geben an die anderen ab. Und dann freuen sie sich, dass es den anderen auch gut geht. Wenn ich aber sage, es wäre besser, du wärst nie geboren worden, dann sagen die Leute, bevor du es nimmst, traf ich das doch an mich. Also wir erreichen mit der jetzigen Umweltdiskussion eben genau das Gegenteil, dass wir die Menschen raffgierig und feindselig machen, weil wir sie praktisch zu Feinden dieser Erde erklären. Und das sind wir nicht. Wir sind eine Chance für den Planeten. Das ist der Ausgangspunkt. Vielen Dank. Ich will Ihnen noch einen kleinen Tipp geben dazu, für was Handfestes. Es gibt in Stuttgart die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Und dort können Sie sich viele Cradle-to-Cradle-Dinge auch abholen davon, weil der Baubereich, weil wir gerade drauf kommen, der Baubereich über die Hälfte der gesamten Materialströme mit sich bringt. Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ist dafür eine ganz, ganz gute Quelle. In Stuttgart, Tübinger Straße 43 davon. Und dort kann man die Dinge auch angucken, wenn man mal hin will. Davon und kann die Dinge auch ausprobieren. Da stehen ganz viele Cradle-to-Cradle-Produkte auch rum.